Kein Vorwort, wir steigen jetzt sofort voll in die Materie des nicht existierenden Materie ein. Übertragen wir den Bildschirm. Und zwar schauen wir jetzt mal ganz kurz. Worte, die ich tausendmal erklärt habe, will ich jetzt gar nicht erklären. Ich lasse mal hier ein Video laufen und da hören wir jetzt einfach uns ein wenig rein und machen ein wenig Kommentare dazu. Nehmen wir zum Beispiel das antike Griechenland. Damals war die Mathematik noch Teil der Philosophie. Also wir wissen, Mathematik, Griechisch, Altgriechisch, Mathe heißt das gelernte Wissen, Madik, Madikos, Dummkopf, Tor, Blödmann, Schwätzer. Mathematiker sind einfach geistlose Schwätzer, die irgendwas nachschwätzen, im Gegensatz zur Philosophie. Philosophie heißt die Liebe zur Weisheit. Und bei der Weisheit denkst du immer an das physikalische weiße Licht, das aus allen Farben gleichzeitig besteht. Das Summa summarum allen Seins ist die Weisheit. Die von den griechischen Philosophen beschriebene Welt war geometrisch, perfekt und vollkommen statisch. Betonung liegt auf statisch, vollkommen unbewegt. Ein ewiges Hier und Jetzt. Aufbauend auf Geometrie und Arithmetik. Sie bestand aus regelmäßigen Körpern, absoluten Konstanten und ewigen... Absoluten Konstanten. Die absolute Konstante, die es überhaupt gibt, das ist das, was manche Menschen Gott nennen, andere nennen das Jahwe, ich nenne das ganz einfach UP. Wahrheiten. Bewegung passte nicht ins Bild. Das ging eine Bewegung passt nicht ins Bild. Be'ilet heißt im Kind, hebraisiert. Und da gibt es keine Bewegung. Ich sage immer Bild, 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 Bild. Und all diese Bilder, die aufblitzen für einen Moment, befinden sich alle gleichzeitig jetzt auf einer Datei. Diese Datei, die Daten, die du zum Denken benutzt, ist ja ganz interessant, wenn ich dann immer dieses Dart, das ist eigentlich das göttliche Gesetz. Eine Anordnung, in dem sich in einer einzigen, in einer Datei alles anordnet. Soweit, dass der Philosoph Zenon von Elea im 5. Jahrhundert vor Christus eine Reihe von Paradoxa erfand, die beweisen sollten, dass Bewegung unmöglich ist. Zenon sagte, bei einem fliegenden Pfeil haben wir den Eindruck, dass er sich bewegt. Aber beobachten wir ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt, stellen wir fest, dass er eine ganz bestimmte Position im Raum einnimmt. Das ist so diese uralte Weisheit, die keiner mehr für voll nimmt. Und zwar hat sich die komplett verflüchtigt mit dieser naturwissenschaftlichen Revolution, die so voller Fehler ist, die eine Sackgasse ist, die den Menschen zu einem sterblichen Säugetier macht, obwohl der Mensch ein Geistwesen ist, ein Gott ist, ein Schöpfergott ist für das, was er in sich selbst erschafft, in sich selbst, durch Denken. Und jetzt ist es immer wieder, diese Bewegung ist wie beim Monitor. Dieser Monitor besteht aus kleinen, statischen, was ist jetzt gewesen? Fittings? Ja? Hat es euch rausgeschmissen? Ja. Ja. Ihr wart einfach außen, habt ihr nichts mehr gehört. Bei dir ist gelaufen, oder, Nadja? Gelaufen, ja. Einmal frei können wir gleich, ich mache gleich fließend weiter. Diese Bewegung, wenn du auf den Monitor schaust, das ist jetzt gut, wenn wir jetzt da gerade da sind, dass ich immer wieder sage, das ist kein Finger und es bewegt sich auch hier nichts hin und her. Und was du jetzt siehst, sind auch keine Menschen, es sind auch keine Körper, keine Affen, es ist einfach nur ein Monitorbild. Ich betone, ja. Du musst dir jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt da. Und jeder Moment wird mit einem neuen Gedanken, jeder Gedanke, den du neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist jetzt zum Beispiel, hast du den Eindruck, dass du ein Monitorbild hast und du hast Geräusche mit dabei und diese Geräusche scheinen sich abzuwechseln. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Jeden Buchstaben, jedes Geräusch, das ich sage mal wie so ein Begelmeter, das aufblitzt, ist immer nur jetzt. Und du musst diese Zeitachse, dass du dir das chronologisch denkst, komplett überwunden haben. Das sind so einfache Sätze, die ich sage, und du wirst erkennen, wenn du das erste Mal mit hochgebildeten Menschen siehst. Schau, da ist jetzt dieser ältere Herr, der nickt. Das ist ein alter, sehr weiser Lehrer. Der war sein ganzes Leben lang Lehrer und der muss sich eingestehen, dass er sein ganzes Leben lang bloß Scheiße erzählt hat. Weil er nachgeäfft hat. Seinen Lehrer nachgeäfft hat, er ist selber Lehrer geworden und hat auch nur nachgeäfft und seine Schüler waren das nachäffen, was er ihm erzählt hat. Das ist eine ewige Kette von Nachäffen von Affen.
Und das durchbrechen wir mit Holofeeling. Wichtig ist, du hast jetzt nur Body. Und es ist schon diese große Erkenntnis, wenn ich sehr genau war, muss ich sehr physikalisch werden, weil auch die Physik, die Weltreligion, die zurzeit herrscht, da stimmt alles. Ich betone immer wieder, was nicht stimmt, ist das, was dir deine Professoren erklären. Sie öffnen nicht nur nach. Und das ist eigentlich hier jetzt das erste große Problem. Und da muss ich jetzt nochmal eine kleine Wiederholung machen, wenn du jetzt irgendwas studiert hast. Es ist gleichgültig, ob du Theologie studiert hast und Althebräisch studiert hast. Schau dir die vorhergehenden Selbstgespräche an, wo ich hier auf diese Tageslosungen eingehe, wo einer hier die hebräische Bibel genau grammatikalisch übersetzt. Das ist die Entheiligung dieser Schrift, wenn du an dieser Schrift was hinzufügst oder weglässt. Ich erkläre es einfach vorhergehende Selbstgespräche an, und dann werdet ihr das glauben, dass du brichst dieses Gebot, sobald du hier einen hebräischen Bibeltext einseitig auslegst. Jede dieser Übersetzungen baut auf einer gewissen Masora auf, die man auswendig lernt, und jeder, der das studiert, rezitiert, die Betonung liegt auf dem Tier, rezitiert das, was man ihnen erzählt hat. Er plappert einfach nur nach, das sind alles Mathematiker. Du fährst auf den Gleisen eines gelernten Wissens, du baust mit dem Wissen Vorstellungen auf, so wie ein Computer mit einem Programm Vorstellungen aufbaut. Und jetzt, wenn du die Computermetapher verstanden hast, dieser Rechnungsführer, der Gedanken aufbaut, Mechchef, ich schaue mir das Wort jetzt nicht an, da bin ich schon reichlich drauf eingegangen, dann wirst du feststellen, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, erst einmal jetzt ist und den bestehenden Moment zerstört. Du kannst natürlich auch was innehalten lassen, zum Beispiel jetzt, wenn du den Kopf nicht bewegst und du denkst jetzt einfach mal, du hast da VR-Brille auf, dann hast du ein gewisses Arrangement von zwei kleinen Monitoren, die ein Stereobild, die Illusion erzeugen, dass vor dir ein dreidimensionaler Raum ist, der eigentlich nur ein Gesichtsfeld ist, ein Gewölbe ist. Wir Lateiner nennen das Kamera. Du schaust in eine Kammer hinein und diese Kammer ist eigentlich dein roter Kopf. Aber du meinst, das ist da außen, weil du immer nur deine eigenen Informationen anschaust. Die Worte erklären dir das bis ins Detail, wenn du die Vordersprache hast, weil das ein Matrix-Code ist. So, und da schauen wir jetzt einmal hier das Filmchen weiter. Nach dieser Unterbrechung, weil die Fettings gemeint haben, die können sich aus dem Staub machen. Funktioniert nicht. Also das ist dieser sogenannte Pfeil. Und das führt uns in die Stochastik. Das ist das der Xenon von Elena, den ich mir ausdenke. Der übrigens nur deshalb ist, weil ich ihn denke, und der genauso ist, wie ich ihn denke, und der angeblich in der Vergangenheit überhaupt nichts gemacht hat. Das Erste, was passiert, sobald du vom Hörensagen, von deinem Wissen heraus, aus deinem Intellekt heraus, irgendeine Vorstellung in dir aufbaust, zum Beispiel diese Xenon von Elena, dann erschaffst du diese Figur, diesen Menschen, diesen Körper, diesen Affen, nenn es, wie du es willst, erschaffst du hier und jetzt als Information in deinen Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Was mit Sicherheit nicht hundertprozentig sicher ist, dass der schon da war, dieser Gedanke, den du jetzt denkst, bevor du ihn gedacht hast. Es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Du musst in die Transversale gehen. Es ist alles Wissen, was jemals war und was noch auftauchen wird, ist jetzt in dir drin. Das nennen wir Gott. Ich mache immer die einfache Metapher, dass du es mit deiner Basic-Logik verstehst, ich nenne das Internet. Und wenn wir jetzt den Pfeil nehmen, das führt dich in die Stochastik, das ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung, die Zufallsberechnungen. Das, was dir zufällt, das wird von mir gesteuert, ich bin der, der dich denken lässt. Aber immer nur in Maßsetzung deiner Logik, bis du verstehst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und ich habe hier schon ganz definitiv sehr oft gerade in dieser schöne Sache, wenn wir hier jetzt das Z-Chat machen, wenn ich das rot lese, da ist ein Geburtsgeber, das bin ich, und da ist ein großes Kollektiv, rot gelesen, das ist praktisch die Weisheit schlechthin, die absolute Philosophie des Allenwissens. Und das ist jetzt, wenn das auftaucht, wird es die Geburt von irgendeiner Kollektion. Das ist jetzt zum Beispiel der komplette Intellekt, den du zum Denken benutzt, oder irgendein Fachgebiet, ist irgendeine ganz bestimmte blaue Kollektion. Da siehst du zwar noch nichts, aber du weißt jetzt, wir können zum Beispiel sagen, Physik, Medizin, Chemie sind drei verschiedene Kollektionen. Ich kann das zum Beispiel auch denken, ein Land ist was anderes wie eine Stadt, und eine Stadt ist was anderes wie eine Straße. In der Straße stehen Häuser. Und jetzt kann ich sagen, die Häuser, die in einer Straße stehen, diese Straße ist eine Kollektion von Häusern.
Aber die Straße wiederum ist eine von vielen Straßen, die eine Stadt jetzt bilden, wenn da Häuser noch mit dabei sind und so weiter und so weiter. Ich sage mal Kollektion, Selektion. Das ist das Prinzip des Lebens. So ist dein Wissen in dir selber aufgebaut. Eingeteilt in unendlich viele Kollektionen von Kollektionen. Und wenn wir das jetzt spiegeln, diese Geburt einer Kollektion, das ist das Wichtige. Ich rede immer von dem Spiegel, dann kriegst du den Pfeil. Mhm. Und jetzt müssten wir hier ganz, ganz genau reingehen. Das ist die Stochastik, Stochazein. Im Griechischen habe ich alles erklärt. Das heißt, mit einem Pfeil auf etwas schießen. Und jetzt kommt das große Problem, das dir klar sein muss, dass in dem Augenblick, wo du an irgendwas denkst, richtest du dein Bewusstsein ganz, ganz gezielt auf einen kleinen Punkt in einer Kollektion. Ich kann nicht sagen, jetzt schnipp und jetzt denk an die Tastatur. Wenn du jetzt vor dem Computer sitzen solltest, du nicht unbedingt dein Handy in der Hand hast. Ich mache jetzt schon wieder zwei Möglichkeiten. Das habe ich so oft erklärt, du kannst die Tastatur anschauen und dann wirst du feststellen, dass du auf deiner VR-Brille jetzt ziemlich wahrgenommen auf diesen Pixel vom rechten und linken Auge. Das sind jetzt die Zäpfchen, das entspricht genau den Pixeln auf einer VR-Brille. Kriegst du in einer gewissen Entfernung, wo du siehst du die Tastatur und du kannst jetzt wiederum diese Tastatur haben wir jetzt aus dem Gesamtbild, da ist ja noch drüber der Monitor, wenn du die Augen verdrehst, das Zimmer im Hintergrund eventuell, kannst du jetzt eine Taste anschauen, du fokussierst dich rein, das ist, du richtest den Pfeil drauf. Das ist wie ein Radius, eine Richtung, wo du hinschaust und umso mehr du dich rein fokussierst in etwas, kriegst du dann erst eine bildliche Vorstellung. Und diese Pfeile, die du abschießt, deines Denkens, darum ist das stochastische Denken, wenn du jetzt was glauben willst und du suchst in deinem Internet, wirst du immer mehr Beweise finden, dass das, was du glauben willst, stimmt. Du steigerst dich in diese eine enge Logik ein und machst die immer enger. Und wenn du was nicht glauben willst, dass du nach Fehlern suchst, garantiere ich dir, du wirst immer mehr Fehler finden, weil dein Wollen dich dahin führt. Das Einzige, wo du keinen Fehler finden wirst, das ist bei Holofeeling, weil das allumfassend ist. Jetzt ist aber, wenn ich das sage, ist das eine einseitige Aussage, weil du nicht weißt, allumfassend ist die Synthese. Darum sagt, wenn einer behauptet, dass Holofeeling richtig ist, hat er es nicht verstanden. Wir machen mal eine Welle richtig und verkehrt. Holofeeling ist nicht richtig und es ist nicht verkehrt, es ist die ganze Welle. Es ist es summa summarum allen Wissens. Ja. Und wir haben jetzt hier diesen Pfeil und jetzt denk ganz schlichtweg und einfach an den Monitor. Wenn ich immer wieder sage, das ist kein Finger, da bewegt sich nichts. Es sind Bilder, Bild, Bild, Bild. Es gibt nur dieses Gequantelte jetzt. Und was jetzt auftaucht, taucht immer jetzt auf, es wird aber auch jetzt vernichtet. Ja. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Ich wiederhole das tausende Male. Es wiederholt sich jetzt in dir, weil du es in deinem Alltagsbewusstsein immer wieder vergisst. Wenn du das nicht mehr vergisst, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind, wenn du es wirklich verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr, was in dir auftaucht, Angst. Du weißt dann, dass du ein im Meer seiender Geist bist. Du bist immer. Du bist El Hayom, ein Teil von El Hayom. Und nicht irgendeine Welle, irgendein Spritzer, der für einen kleinen Moment rausspritzt. Das Meer hat keine Angst vor seinen Gedankenwellen. Ein bewusster Denker hat überhaupt keine Angst vor irgendetwas, was er denkt. Er weiß nämlich, dass egal an was er denkt, es verändert an ihn selbst überhaupt nichts. Du bist immer derselbe Geist. Das ist in der Physik die Energie. Darum wiederhole ich das immer und immer wieder, weil du es vergisst, weil du es nicht verstanden hast. Und zwar bewegungslos. Ein Zeitraum setzt... Schau, der Pfeil war weg und wir haben eine Uhr. Genau genommen eine Sanduhr. Mit einem oben und einem unten. Sand, Rand, Land, Wand, bin ich tausendfach darauf eingegangen. Haben wir uns eigentlich die Uhr schon mal genauer angeschaut? Schau mal, das hier ist ein Zaubermonster. Das können wir dann hier noch mit dem hier erweitern. In Verbindung mit der Vordersprache kriegst du eine komplette, perfekte Erklärung von allem. Ich würde mal ein kleines Beispiel geben dafür. Wir geben einfach mal Uhr ein. Da haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Da haben wir ein U, da müssen wir das WAF setzen, ein H und ein R. Das wäre jetzt einfach von rechts nach links gelesen, wäre das ganz einfach UHR. Schauen wir mal, was da steht. Das ist jetzt einfach, das WAF vorne heißt und das HR heißt Berg. Wir schauen uns das ganz einfach in Rot an. Das heißt,
Waff ist rot, verbunden, vereinigt im Geist, diese absolute Verbindung des Eins-Sein. Dann ist es die 5, ist rot gelesen, die Quintessenz im Zentrum des Kopfes, des roten Kopfes. Ist auch alles spitzig in dieser Quintessenz Kopf, ist alles verbindend, das ist eins. Wir nennen das auch hier zum Beispiel die Weisheit. Blau gelesen wird es zu einer aufgespannten Wahrnehmung, ist immer eine bestimmte Berechnung. Wohlgemerkt, du bist der Computer, du berechnest was, du spannst in dir eine Gedankenwelle auf und die nimmst du dann wahr. Aber du kannst die Gedankenwelle nur wahrnehmen, wenn du eine Seite davon anschaust. Das heißt, wenn du jetzt sagst, jetzt ist es hell, ist es im selben Moment auch finster. Es kann ja nicht hell und finster gleichzeitig sein. Jetzt begehst du diese große Dummheit, dass du dir sagst, ja, Erklärung, Synthese, ich denke mir eine Erdkugel aus, die von der Sonne angestrahlt wird, eine Seite ist hell und eine Seite ist finster. Das ändert auch nie. Es wird immer eine Seite hell sein und eine Seite finster. Aber wenn ich mich jetzt auf der hellen Hälfte befinde, ist es hell. Und wenn ich mich auf der dunklen Hälfte befinde, ist es für mich finster. Das ist schon alles logische Konstrukte. Egal, was du denkst, es ist im selben Moment das Gegenteil da. Wenn du dich jetzt gesund fühlst, ist krank da. Und wenn du dich krank fühlst, ist die Gesundheit da. Du verwechselst bloß die Gesundheit mit der Heiligkeit. Die Heiligkeit ist dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Ein Körper, an den du nicht denkst, der kann sich auch nicht gesund und krank fühlen. Das heißt, du Geist kannst dich erst dann gesund und krank oder gut oder schlecht fühlen, in Verbindung, dass du irgendeine Wahrnehmung aus diesem Ordner, mein Körper, herausholst. Du kannst genau definieren, wo diese Bilder herkommen, aus welcher Ordner, wenn du mal diese Ordnerstruktur in dir verstanden hast. Aber jetzt pass auf, wir machen jetzt einmal das Deutsche, das mal rückübersetzen. Dann haben wir UND, das heißt aufgespannte Existenz, die geöffnet ist. ND heißt Auf- und Abschwingen, da hast du schon die Gedankenwellen. Berg, BRG heißt immer weg den Geist, das wissen wir. ERG übrigens ist jetzt die Energie, das ist ein Formelzeichen für Energie, für Arbeitseinheit. Das heißt praktisch immer weg den Geist, das ist die Energie. Ich sage immer ERG, ich gehe auf Wikipedia und schaue die ERG an. Jetzt hast du es aber auch das Gebirge und das Bergland. Schauen wir uns mal das Gebirge an. Das beginnt erst einmal mit GE. Da machen wir GE-Quadrat. Das ist der Geist. Das sind wir zwei. Be in mir ist RGE. Was heißt RGE? Schauen wir einfach mal das RGE an. RGE. Da machen wir einen Augenblick draus. Und dann wirst du feststellen, das ist der Moment, der Augenblick, den du jetzt hast, der ist in mir. Und der ist in Ruhe. Der bewegt sich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und der ruht in der Stille. Aber Stille gibt es nicht ohne Geräusch. Das ist ein Augenzwinkern. Z-Waff, die Geburt von einer doppelt aufgespannten intellektuellen Existenz im Kern selbst. Merkst du, jedes Wort wird selbst erklärt. Natürlich nur, wenn du jetzt die Grundlagen der Vordersprache hast. Rot gelesen ist der Kopf, sprich der Geist, die Quelle, aus dem alles entspringt, nämlich jede Berechnung in deinem Gehirn, ist immer nur augenblicklich. Das passiert in dem ausgedachten Gehirn, kann das nicht passieren. Der symbolisiert das blaue G, den Verstand, den Intellekt, der diesen Augenblick berechnet. Abspielt tut sich das aber in deinem roten Kopf. Das ist der träumende Geist. Und das wird hier genau mit möglichst wenig Worten erklärt. Sich aus einer Abfolge einzelner Zeitpunkte zusammen, an denen der Pfeil stillsteht. Demnach bewegt die Zeitpunkte, interessant, sich der Pfeil nicht wirklich, sondern die Bewegung ist eine Illusion. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt einen Film machst, du weißt, der klassische Film besteht aus Einzelbildern, das sind viele Bilder. Wir können jetzt sagen, okay, 24 oder 25 oder 60 Bilder in der Sekunde, die wir uns jetzt denken. Und dann kann man sagen, eine Stunde Film besteht aus so und so vielen Bildern, die sich auf der Datei befinden. Die sind auf der Datei alle gleichzeitig. Mein Standardbeispiel für Worte, wenn du jetzt ein Buch in die Hand nimmst, sind alle Seiten und alle Worte in dem Buch gleichzeitig da. Das ist wie eine Datei. Und du kannst aber immer nur eine Seite im Jetzt anschauen. Die anderen sind im Hintergrund. Ha, in der, in dann, in dir drin. Du kannst von einer Seite nur eine Zeile anfokussieren. Das ist mit der Kollektion von der Seite nur ein Wort anfokussieren. Und wenn du zum Lesen anfängst, sprichst du jedes Wort, jedes Geräusch jetzt. Und im Hintergrund bleibt immer diese Komplexität der Kollektion. Das habe ich tausendmal erklärt. Das ist Xenon. Aber dieser Xenon, den ich mir jetzt denke, ist auch nur eine Facette, die ich aus meinem Wissen herausholte. Meine Gedanken sind niemals in der Vergangenheit gewesen. Kleinen Moment.
Sorry, Folge. Das Volk der Erwachten taucht in mir auf. Seid ihr noch dran? Ja. Alles gut. Vision, die nur im Auge des Betrachters stattfindet. Es findet nur im Auge des Betrachters fast statt. Jetzt schauen wir uns einmal das Auge an. Jetzt haben wir natürlich zuerst einmal die Möglichkeit, dass ich jetzt Auge hier nehme. Auge. Das Auge ist der Schöpfergeist und das Sehen ist die Wahrnehmung. Das findet nur im Auge des Betrachters Wort. Wir können das Auge natürlich auch auf Hebräisch schreiben. Dann haben wir Ayin und dann haben wir wieder dieses Spiel, dass das Auge auch die Quelle ist. Que. Und du kannst da nur hineinsehen. Das ist zuerst einmal ein Hineinsehen und das Nachschlagen und das Nachsehen in einem Buch. Das habe ich dir gerade erklärt, wie du das zu verstehen hast. Das sind alles Metaphern. Auf einer Zahlenebene, es ist ein reines Computerprogramm. Es ist eine Matrix. Ich spreche jetzt wirklich nur Sachen an. Dieses Paradoxon zeigt, dass der Begriff der Geschichte... Das Paradoxon sieht übrigens folgendermaßen aus, dass unser Paradox, habe ich darauf hingewiesen, das wird ja normalerweise als widersprüchlich übersetzt. Schauen wir mal, was da drin steht. Wirklich scheinbar widersinnig. Das ist eigentlich so die klassische Übersetzung. Was ist da eigentlich widersinnig oder scheinbar? Bar ist das Äußere. Ich könnte jetzt lesen, der Schein des Äußeren. Logos, das blaue Schin, ein. Ein haben wir gerade gehabt, das ist das hebräische Wort für Auge. Der Logos, dieses Auge, dieser Logos oder die Logik ist die Quelle. Bar ist das Äußere für das Äußere. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ich schaue gerade, ob die da drauf eingehen. Das siehst du jetzt, das Para, Präfix für die Para. Das ist das einmal zu Para und Doxa, Ansicht, Meinung. Was heißt dieses Para? Para ist schlichtweg in unmittelbarer Nähe. Pari heißt um mich herum. Para heißt neben mir, jetzt ausgedacht, vor mir. Meine Vorstellung, das, was ich mir ausdenke, ist immer meine Ansicht. Ich kann nur das ansehen, was ich mir selber aus mir herausdenke. Und das ist jetzt meine Meinung. Meine Meinung ist das, was ich denke, dass es richtig ist. Und das, was ich denke, dass es nicht richtig ist, ist dann nicht meine Meinung. Paradox heißt eigentlich, ich sehe immer nur meine Meinung. Und jeder, der wo was anders behauptet, der in mir auftaucht, der hat nicht recht. Weil das ist ja dann verkehrt. Und jetzt kommt unser Rechts und unser Links. Die rechte Seite ist die richtige Seite. Die aufrichtige Seite, die linke Seite ist linkisches herumgedreht. Du lebst zurzeit in einer absolut linken Welt, in einer linken, linksfaschistischen Welt. Ja. Vorstellung. Und die bekämpft das Rechte auf Teufel komm heraus, der sie letztendlich selbst sind. Bindigkeit nicht selbstverständlich ist. Schau, wenn du das jetzt siehst, diese Pfeile, die angeblich von rechts nach links fliegen, da ist ein Monitor, da sind Lämpchen und die Lämpchen flackern, jedes für sich und es bewegt sich kein einziges Lämpchen von rechts nach links. Das ist die große Schwierigkeit, du brauchst ein vollkommen neues Denken. Also aufgepasst, noch im Mittelalter konnte man sich bei Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Xenon berufen. Doch seit der Renaissance hat... Im Mittelalter. Mittel heißt mit Gott alternieren. In einem Zentrum ein ständiger Wechsel von Informationen im Hier und Jetzt, die aus ihm selbst auftauchen, wieder in ihn selbst hineinfallen. Das ist der träumende Geist. Aber von wo nach wo taucht eigentlich in einem Punkt eine Information auf? Sie befindet sich immer hier und jetzt im selben Punkt, bloß einmal sichtbar und einmal dann wieder unsichtbar. Das führt uns dann übrigens hier schlichtweg und einfach in diese Welt der Quantencomputer. Dieses große Spiel der Quantenmechanik beschreibt exakt, wie du funktionierst, aber nicht so, wie die sich das vorstellen mit den Elementarteilchen. Das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Ich will bloß hier jetzt nochmal auf sich das Konzept der Bewegung langsam in die Welt der Mathematik eingeschrieben. Ein Konzept der Bewegung. Da müsste ich zuerst einmal wissen, was ein Konzept ist. Kon heißt zusammen und Zept, ein Konzept. Das können wir jetzt lateinisch anschauen. Wir schauen uns das Zept einmal wieder in der Vordersprache an. Das ist schlichtweg und einfach ZB. Und ZB heißt, es taucht in dir etwas auf und schwimmt auf der Wasseroberfläche. Das ist eine Gedankenwelle. Und Kon heißt zusammengeschmissen. Ein Kon
eine zusammengeschmissene, auftauchende Gedankenwelt, Konzept. Das ist die Transversale, von der ich immer wieder rede. Da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, weil es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Gedanken, den du denkst, das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. TAT, der Schöpfer ist in der Mitte, du hast zwei Erscheinungen, wir können das auch Spiegelungen nennen. Es ist eine Tatsache, dass das, was du denkst, erschaffst in dem Moment, wo du es denkst, jetzt eine Information. Und die Information, die du jetzt denkst, zerstört im selben Moment jetzt die vorhergehende. Und dieses Vorhergehend hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern mit einer Hierarchie. Die Idee, die das möglich gemacht hat, nennt sich Infinitesimalrechnung. Und zu verdanken haben wir diese Neuerung einem gewissen Isaac Newton. Den wir uns jetzt ausdenken, der das nie entdeckt hat. Das ist übrigens die größte Falle deiner Menschheit, der Naturwissenschaft, diesen Schwätzer zu vertrauen, den ich mir jetzt ganz bewusst ausdenke. Bei dieser Gelegenheit betone ich, dass Newton nie ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Und ich betone, dass es niemals in der Vergangenheit einen Newton gegeben hat. Und es hat auch niemals der Adam von irgendeinem Apfelbaum etwas gegessen. Das führt uns jetzt zwangsläufig zu dem Malus. Ja. Das ist reine Kirchengeschichte. Wir haben zuerst einmal einen hebräischen Tenach, beziehungsweise eine Dora. Und in der Dora passiert halt Folgendes, dass du, heißt es dann, die Schlange taucht auf und die sagt, wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Und jetzt nimmst du Gut und Böse, da steht Dof Vera, tausendfach drauf eingegangen. Das heißt eigentlich, dieses Dof ist eine gespiegelt aufgespannte Polarität, das ist das hier. Das ist das Gute. Und jetzt ist es so, diese Nachricht heißt ja auch ein Wahrsager. Ich sage jetzt zu dir, wenn du von Gut und Böse isst, dann wird dir ein Licht aufgehen und jetzt nimmst du den Baum eigentlich als eine Batterie, wenn du den Plus- und den Minuspol verbindest, dass du beide benutzt. Dann geht dir ein Licht auf, dann wirst du sein wie Gott. Wenn du aber das Böse bekämpfst, und jetzt gleich eine kleine Botschaft, wenn du ein Leben lang bisher geglaubt hast, du bist zum Beispiel irgendein Christ, gleichgültig in welcher christlichen Strömung du dich befindest. Das erste meiner Gebote heißt, liebe deine Feinde. Das heißt, jeder, der jetzt kriegshetzerisch, jetzt zeitaktuell gegen irgendwas wettert, zum Beispiel gegen Russland, ist kein Christ. Und er hat keine Chance, mein Himmelreich zu betreten. Du musst irgendwann einmal anfangen, damit aufzuhören, irgendeinen Gedanken, einem Menschen, einem Volk, egal was du denkst, vorzuwerfen, dass es so ist, dass es von dir gedacht wird. Wir haben festgestellt, dass was du denkst, durch dein Denken entsteht hier und jetzt in dir Geist. Ich rede mit einem Geist, eine Information. Und du, träumender Geist, erschaffst jeden Gedanken, den du erschaffst, bloß als träumender Geist machst du das unbewusst. Du kannst dir nicht raussuchen, was du erschaffst. Du träumst halt einfach das, was du träumen musst. Und das wiederum wird gezielt von mir gesteuert. Diese jetzige Situation ist die beste Situation, die dir das Leben jemals geboten hat, ein bisheriges Leben, wenn du richtig damit umgehst. In dem Moment, wo du in der Einseitigkeit hängen bleibst, isst du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, willst du nur das Gute essen, was übrigens sehr interessant ist. Und dieses Gute ist das blaue Gute, ist das Gegenteil vom Schlechten. Und das kann ich immer wieder sagen, hier von der Trinität, von der Heilung hast du keine Ahnung. Gut spaltet sich auf in Gut und Böse. Das ausgedachte Gut und das ausgedachte Böse, beides zusammen ergibt das wirkliche Gut. Dof, eine gespiegelt aufgespannte Polarität, das hebräische Wort für Gut. Ein Tag platzt auf in Tag und Nacht, das ist hell und dunkel, das habe ich gerade angesprochen. Das heißt, du musst in den ewigen Alltag gehen und es ist das ewige Hier und Jetzt und nicht bloß sagen, jetzt ist es Tag und jetzt wird wieder Nacht. Das chronologische Denken ist eine Riesenfalle, wenn du verstehst, dass jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt. Und solange du noch meinst, dass in der Zukunft was passieren könnte oder dass in der Vergangenheit was passiert ist, lebst du in dem Malus. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant, dass dieses Wort Malus kommt aus der römischen, aus der lateinischen Bibelübersetzung dieser hebräischen Urschrift. Ich muss jetzt das in der Geschichte packen. Da steht nämlich die erste Erkenntnis, dass Malus heißt zuerst einmal hier schlecht, nichtsnutzig, gering, bla 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 bla, unansehnlich, hässlich, da kann man jetzt runterfahren.
nur negative Sachen. Henker, Kuckuck, Teufel, Henker, Teufel, Tausend, all das baut sich aus diesem Malus auf. Was natürlich interessant ist, dass das sehr vielfältig ist. Ich kann jetzt zum Beispiel hier von Gott lesen und US ist eine aufgespannte Raumzeit. Von Gott kommt diese aufgespannte Raumzeit. Ich kann aber das A rausschmeißen als Vokal und dann hast du das Gegenüberliegende, was beschnitten wird. ML. Das gestaltgewordene Licht. Das ist das Beschneiden der Vorhaut. H-out heißt wahrgenommene Zeichen, die vor dir sind. Das ist das, was du dir ausdenkst. Und du beschneidest es immer in gut und böse, in richtig und verkehrt, in hell und dunkel, in gesund und krank und schaust immer nur eine Seite an, darum sind die beschnitten. Das Prinzip bin ich auch reichlich darauf eingegangen. Halt, ich wollte nur ganz, ganz kurz den Malus noch machen. Das sind einmal, das natürlich jetzt das Erste, was ich betone. Du musst jegliche Form von Eigenschaftswörtern wegstreichen. Es ist einfach nur, wenn du dieses Wort anschaust, dann sind einfach nur ein paar Schriftzeichen da. Und du machst jetzt mein altes Beispiel mit dem Krebs irgendwas draus. Eine Krankheit, ein Schalentier, ein Sternzeichen. Das ist es, wenn ich sage, wenn du Schrift hast, wenn du Worte hast. Im Anfang war das Wort. Du legst Worte extrem einseitig aus. Dass da hier schon das Wort echt dich anlacht. Da könnte ich jetzt zum Beispiel lesen, das logische Licht, dein logisches Licht erscheint dir vollkommen echt. Das Jedi im Hebräischen heißt übrigens, du wirst in Schrecken versetzt. Und zwar in dem Moment, wo du was als schlecht definierst, zum Beispiel den Griech. Griech ist für dich nur negativ. Sonnenschein und Regen, Griech und Frieden. Ich erkläre es nicht nochmal. Da gibt es keinen. Schau einfach, was ist. Aber was viel interessant ist, es gibt ein Malus 2. Das Malus 2 ist der Apfelbaum. Und da im Lateinischen, in der Vulgata, das Wort schlecht und das Wort Malus, das Ra ist es im Hebräischen, dasselbe Wort ist, wurde dann zwangsläufig aus der Apfel, wo im Paradies praktisch Adam und Eva davon gekostet haben. Das sind aber alles einseitige Auslegungen und Übersetzungsfehler. Aber was hier noch viel, viel interessant ist, es gibt ein Malus 3. Wir haben eine These, eine Antithese und dann brauchen wir eine Synthese. Und jetzt wird es interessant, das ist jeder senkrecht stehende Balken. Aufrecht, senkrecht, transversal. Ich rede immer von einer transversalen, ist eine zeitlose Achse. Und das ist in Gott das Fundament. Ken. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist auch der Ständer. Da haben wir hier zum Beispiel ein schönes lateinisches Wort. Malus, ich tue das einmal Maschinen übersetzen. Lassen wir uns einmal überraschen, was das ist, wenn wir es Maschinen übersetzen. Das übrigens wäre es wert, jedes Wort genauer anzuschauen. Er sendet die Höhe, das ist das HWH in Jahwe. Plus 5, minus 5 des Kamms, da steht eigentlich Joch des Gebirgsjochs. Das Vorgebirge ist das, was wir hier im klassischen Sinn hier das Problem nennen. Probleme heißt eigentlich das Vorgebirge. Da steht eigentlich dieser Kamm drin, indem er die Übendefinierte wieder ausglich und null macht, indem er Plus und Minus zusammenschiebt, so wie hell und dunkel einen vollkommen neuen Zustand kriegen, nämlich das geistige Licht. Das wirkliche Licht ist nämlich hell, das nennen wir Licht, und das andere dunkel, das nenne ich immer obskur. Indem er die Übel, diese Polarität Gottes, das ist auch im Joch, nivellierte, wieder Null machte, plus und minus, das gegenrechnet. Das ist Sonnenschein und Regen zum Beispiel, wenn es so Wetter. Wenn wir jetzt das hier genauer uns anschauen, das ist einmal das Schlechte, die würde jetzt Maschinen übersetzen, wir müssten uns die genauer, das ist die Nivellierung, da steht es, der Equalizer, Equa. Ganz interessant, dieses Wort kommt von Aldi Dudo. Ja. Das ist, ich mache mal absichtlich, wir gehen mal, ich will euch das einmal zeigen. Das müsst ihr alles nicht wissen, das reicht, ich habe doch mich in euch. Das ist die Höhe und die Tiefe gleichzeitig. Da ist der Aldi Dudo. Ja. Das ist die Größe, jetzt haben wir das Ross, ja. E-Quadrat, das sind die zwei Bündchen drüber im roten O. Das ist die R, haben, der Sohn, die R, ER-Quadrat, wir zwei sind der Sohn in einer Einheit. Und wir sind in uns selber verschlossen. Ja. Das wird spannender, wenn du das einmal verstehst, wird es spannender wie alles anders.
Er geht den Grat, den Berggrat hinab, wobei das auch wieder so eine Unterform ist. Schau, wenn du hier, da ist das Auferstandene, der Auferstandene. Wir schauen mal das, was das wirklich bedeutet. Das Emporrichten in die Höhe richten, das ist das Aufrichten, wieder emporstehen, das heißt das Aufwachen. Da ist übrigens das Exit mit drin. Sub. Bewusstsein ist eine verbundene Polarität, blau gelesen, Raumzeit ist eine aufgespannte Polarität. Das ist dieses Sub. Du merkst schon, der Ausgang. Holofeeling ist der Ausgang aus deiner Traumwelt. Ein Herausgehen aus diesem Traum wieder zurück in sich selbst. Da muss aber zuerst was hervorragen, emporragen, du musst was aufbauen, dass du das wieder in dir zu Ende gehen lässt, wieder Sub-X. Dieses Sub, ein Sub, das nicht existierende Ende, ist auch der Anfang von allem Neuen. Das steckt jedes Wort, wird selbst erklären. Den machen wir jetzt gleich einmal weg. Und jetzt schauen wir uns einmal wenn Parallelwelten an. Da hören wir ganz kurz am Anfang. Viele verschiedene Versionen der Charaktere existieren. Der geniale Wissenschaftler Rick hat mit seiner Portal Gun eine Methode gefunden, um zwischen all diesen Welten hin und her zu reisen. Nachdem Rick seine eigene Welt unwiederbringlich zerstört hat, reist er mit seinem Enkel Morty einfach in eine nahezu... Wir können jetzt übrigens das Rick und das Morty hier präsentieren, dann ist die komplette Geschichte in den zwei Namen drin. Mache ich jetzt aber nicht, weil es so... Identische Parallelwelt, in der das Unglück zwar abgewendet werden konnte, in der jedoch Parallelwelt Rick und Parallelwelt Morty bei einem Unfall ausgelöscht wurden. Dort nehmen Rick und Morty dann die Plätze ihrer Parallelwelt-Doppelgänger. Ich lasse das nochmal laufen, hör bitte genau zu. Weil ich werde dir gleich Erklärung dazu geben. Dann eine Methode gefunden, um zwischen all diesen Welten hin und her zu reisen. Also in dir sind unheimlich viele Welten drin. Das ist jeder Mensch, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das sind die verschiedenen Welten. Du identifizierst dich jetzt mit einem Menschen. Denk an dich. Wenn du jetzt an dich denkst, bist du der, der jetzt vom Computer sitzt. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Das kann die Nadja sein, das kann der Holger sein, das kann, egal welchen Namen du dir gibst. Und in dem Moment dieses Programm, das dich zwingt, wenn du an dich denkst, jetzt an eine ganz bestimmte Person, an einen ganz bestimmten Menschenaffen zu denken. Genau dieses Programm baut in dir eine Welt auf. Und ich sage immer wieder, wenn wir jetzt in dieser Metapher des Computers eine offene Welt mit einem Videospiel nehmen, ist jeder dieser Charakter, dieser KI, ist letztendlich einer, der einen Joystick, ein Spieler, der anfängt, ein Spiel zu spielen, ein Videospiel zu spielen. Das ist die Matrix. Du lebst derzeit wirklich in einem Videospiel. Da gibt es mittlerweile so viele Filme, die darauf hinweisen, das ist natürlich alles Science Fiction. Ich sage, es gibt keine Zukunft. Ich mache jetzt mit dir einen Sprung in eine Zukunft, wo ich dich hinführe, die so wundervoll ist im wahrsten Sinne des Wortes, dass du das mit deiner jetzigen Logik genauso wenig verstehen kannst, wie hier ein frisch abgenabeltes Baby in irgendeiner Art und Weise verstehen kann, wie ein Computer funktioniert. Und die Schwierigkeit ist, du bist im Moment noch nicht einmal abgenabelt von der Matrix. Ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen, ich bringe dir das Schwert. Du kannst dich mit Holofeeling, musst du dich selber abschneiden. Du musst dich selber trennen von deinem alten Glauben, von dem geistlos nachgeäfften Wissen. All diese Wissenselemente sind Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Die sind auch wie ich dick. Aber es sind winzig kleine Teilchen, die mit der wirklichen Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun haben. Es ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du schaust der Tasse an und sagst, das ist ein Haus. Ich sage, die Tasse befindet sich in dem Ordner Haus, aber es ist nicht das Haus. Das ist das Beispiel, wo ich immer sage, mein Küchenbeispiel. Du schaust einen Kochtopf an und sagst, das ist eine Küche. Ich sage, das ist ja ein bisschen richtig. Und wenn du jetzt an dich denkst, denkst du jetzt an einen ganz bestimmten Körper, an den Körper, der vom Computer sitzt. Das bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir. Du kannst dich auch jünger oder älter denken. Dann sind es auch Gedanken von dir. Aber sobald du jetzt an andere denkst, sind es auch Gedanken von dir. Es sind einfach ständig wechselnde Informationen. Und du wirst merken, wie massiv dein Ego sich dagegen wehrt, das wahrhaben zu wollen. Du lebst in dem absoluten geistlosen Wahn. Du Geist, nur du Geist, ich rede nur mit dir Geist, nicht mit irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst. Dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Es ist doch hundertprozentig sicher, dass mit jedem neuen Gedanken, den du denkst, eine neue Information von dir in dir selbst als Vorstellung erschaffen wird, eine Vorstellung,
die sich aber in dir befindet, weil das sind deine Informationen, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Also glaub ja nicht, dass jetzt der Udo Petscher, an den du jetzt denkst aufgrund dieser Worte, den du übrigens jetzt nicht die ganze Zeit sprechen gehört hast, du hörst einen Lautsprecher zu. Ist natürlich unheimlich logisch, wenn du dir jetzt denkst, das wurde ja in der Vergangenheit aufgenommen. Nein, es wird jetzt aufgenommen und es wird jetzt angehört. Und wenn du jetzt bei der Aufnahme nicht dabei bist, bist du zumindest der, der sich jetzt eine Aufnahme in die Vergangenheit denkt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und diese KIs, ein und dasselbe Videospiel, je nachdem, wer spielt, entfaltet aus derselben Datenmenge dieser Matrix eine komplett andere Welt. Das ist eine ganz grobe Metapher. Das heißt, wenn mir jetzt, egal ob mir jetzt meinetwegen Siedler oder Anno, das sind so Aufbauprogramme, Spielewelten oder GDA oder sonst was spielen, sobald du den Joystick in der Hand nimmst, das, was du zu sehen bekommst, ist zwar oberflächlich betrachtet dieselbe Matrix-Welt bei GDA, aber du siehst nur das, wo du dich hinsteuerst mit dem Joystick. Bild, Bild, Bild. Alles, was prinzipiell auftauchen kann, während du ein Videospiel spielst, so eine offene Welt spielst, befindet sich gleichzeitig auf dem Programm, bevor du zum Spielen anfängst. Und wenn du dann spielst, während du spielst, holst du nur Facetten, berechnete Facetten aus dem Programm heraus und ein anderer Spieler, der in gewissen Situationen anders reagiert, macht aus demselben Reizauslöser komplett andere Zukunft. Mhm. Und jetzt hör zu, was hier passiert. Nochmal genau zuhören. Nachdem Rick seine eigene Welt unwiederbringlich zerstört hat, reist er mit seinem Enkel Morty einfach in eine nahezu identische Parallelwelt, in der das Unglück zwar abgewendet werden konnte, in der jedoch Parallelwelt Rick und Parallelwelt Morty bei einem Unfall ausgelöscht wurden. Dort nehmen Rick und Morty dann die Plätze ihrer Parallelwelt-Doppelgänger ein, um ihr gewohntes Leben in deren Welt fortzuführen. Die Möglichkeit von unendlich vielen sich immer wieder aufspaltenden... Schau, diese kleine Tabelle, die jetzt da ist mit dem Aufspalten... Da ist ein arithmetisches System. Eins, ein, es heißt ein nicht existierendes Bewusstsein. Das ist ein Sub. 2, 4, 8, 16, 32, 64, bla 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 bla. Das ist das, wo ich hier zum Beispiel das kleine arithmetische System widerlegt, hier zum Beispiel komplett den Darwinismus. Das ist dieses Spiel, wenn ich immer sage, dass wenn du jetzt der einzige Mensch auf der Welt wärst und du wärst 25 Jahre alt, müssten vor 25 Jahren mindestens zwei existiert haben, deine Eltern. Und wenn die hier die einzigen auf der Welt sind und die 25 Jahre alt sind, während sie dich zeugen, beide, muss es vor 50 Jahren vier gegeben haben. Da bin ich reichlich drauf eingegangen. All diese kleinen arithmetischen Spielereien widerlegen den ganzen Schwachsinn des Darwinismus. In Parallelwelten wird heute unter Physikern und Philosophen ernsthaft diskutiert, da sie das grundlegende Problem der Quantenphysik... Das Problem ist, dass deine Physiker und deine Theologen alle diskutieren. Diskurs ist dieser Kampf um einen Standpunkt und jetzt geht die Schwierigkeit schon wieder los. Ein Satz, den ich tausende Male sage, ist jetzt eigentlich eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Diese kleine Erkenntnis, wenn du das verstehst, sagst du, was ist das für eine blöde Frage? Ist jetzt Wetter eigentlich Sonnenschein oder Regen? Ich mache es komplexer. Ist eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Speisezimmer oder ein Bad? Das musst du verstehen. Und dann wird alles ganz anders. Dann stellt sich ja die Frage nicht, ob jetzt Russland oder die Norden die Guten oder die Bösen sind. Weil Gut und Böse ist wie Wellenberg und Wellendal. Die größere Frage, die du dir stellen sollst, ist, wer denkt sich das jetzt aus? Wer denkt sich jetzt dieses oder jenes aus und bestimmt, während er diese Welle denkt, dass bloß eine Seite davon wichtig ist und richtig ist und gut ist und die andere ist böse und schlecht und verkehrt. Und der meint jetzt, der müsste die Welt besser machen, indem er eine Seite der Welle vernichtet. Egal welche Seite du vernichtest, du zerstörst die andere Seite mit. Weil es die eine Seite ohne die andere Seite nicht gibt. Auch wenn du immer bloß eine haben willst. Solange du nur gesund sein willst, bist du nicht krank. Das ist ein ganz netter Zustand, aber du wirst nie erfahren, was die Heiligkeit bedeutet. Heiligkeit ist nämlich, beide Zustände gleichzeitig zu haben. Da sagst du ja, es kann ja nicht gleichzeitig hell oder dunkel sein. Dann erhebe deinen Geist, mach dich zu dem Geist, der sich ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt, der sich eine Erdkugel ausdenkt, die von der Sonne angeschienen wird und dann siehst du, dass hell und dunkel gleichzeitig ist. Dann bist du selbst die Synthese dieser zwei Seiten. Und die rote Liebe ist die absolute Synthese aller sogenannten Polaritäten, die genau genommen Dualitäten sind. Da müssen wir jetzt aber den Unterschied zwischen Dualität und Polarität wissen. Ein Komplex für sich selbst. Und dann kann man geistreich miteinander reden.
Quantenmechanik auf elegante Art und Weise umgeht. Ein elementares Prinzip der Quantenmechanik ist die Superposition. Das Wort wollte ich haben. Und jetzt wird es interessant. Da haben wir übrigens schon wieder den Sub. Ja. Der wird dich verfolgen. Die nächsten Leben, die du lebst, wirst du den keinen Augenblick mehr aus den Augen verlieren. Dieses Sub, das ist jetzt das absolute Ende. Das Ayin-Sub ist das nicht existierende Ende, aus dem alles entspringt. Da haben wir die 86 im Total wird mit einer 6. Was auch immer das bedeuten mag. Das ist das Bewusstsein Gottes. Der Gott, der sagt, ich bin du und du bist ich. Der Unterschied zwischen uns zwei besteht einfach wie einer, der vor einem Bücherregal steht, vor einer Bibliothek steht, vor einer Riesenwelt, vor einem Universum steht, zu dem kommen wir jetzt gleich, das wird jetzt sehr spannend, und sich alles ganz bewusst selbst ausdenkt. Ich habe das alles geschöpft aus mir heraus, aus dem ewigen Nichts herausgeschöpft. Alles, was überhaupt auftauchen kann, befindet sich in dem Nichts. Der erste Widerspruch, dass ich Nichts Nichts nenne. Allah. Zwei verschiedene Nichts, beide heißen Nichts. Eins ist implodiert, das andere ist explodiert. Das sind wieder zwei Seiten. Die Heiligkeit ist, wenn beides gleichzeitig stattfindet. Was übrigens so leicht zu verstehen ist, in kleinen Metaphern, die ich gebe, dass ich nochmal wiederhole, du denkst jetzt einfach eine Gnede, 200 Gramm rote Gnede, ein Symbol, habe ich auch aufgefächert, die Wörter, und du gibst dieser Gnede eine gewisse Form, du machst eine Tasse draus. Und in dem Moment, wo du jetzt diese Gnede zu einer Kugel zusammenquatscht und eine Brezel machst, ein Pferdchen machst, und das beobachtest, wirst du feststellen, dass immer, wenn du eine neue Form aufbaust, im selben Moment, Bild für Bild, kleine Facette für Facette, wenn, Film, wenn wir das filmen, Bild, 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 wird mit jedem kleinen Veränderung wird was weggenommen von der einen Seite und zum anderen neuen Figur was hinzugefügt. Das heißt, während du einen neuen Gedanken denkst, zerstörst du den bestehenden Gedanken. Und das Ganze in der Transversale passiert jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Das sagen dir diese Formeln. Und jetzt haben wir eine Superposition. Diese Superposition, hören wir mal zu, was Physiker sagen, weil sie geistlos nachäffen. Das heißt, dass sich ein Quantenobjekt, wie zum Beispiel ein Atom oder ein Elektron... Ein Quantenobjekt ist zuerst einmal einfach irgendetwas, was du dir denkst. Und qua, bin ich tausendfach darauf eingekommen, das ist im Prinzip dasselbe wie Sinn. Wir haben eine, dieses Quanten, dieses qua, ist ein, im Lateinischen ist es einfach nur eine Frage. Eine elementare Frage. Das ist eine auf vielen aufgespannte Schöpfung. Das ist qua. Wir können das jetzt hebraisieren und dann passiert was sehr Eigenartiges. Das ist es. Qua. Kof Alef. Heißt das Ausgespiene, ein Gespei, Kotze, kannst du es auch Kacke nennen, ein Erbrechen. Das ist eine affine Schöpfung. Kopf ist der Affe, das ist die Affinität. Schau mal, total wert. Da ist nichts plus eins minus eins. Nichts plus eins minus eins. Nichts, der Atbaschwers, rote vier, blaue vier, geöffnet und geschlossen. Wer hören kann, der höre. Das ist jetzt die Grundradix und wir können in das Qua natürlich ein Waff reinschreiben. Und dann kriegst du hier affin aufgespannte Schöpfung. Ich habe jetzt das doch mal das noch in der 1 gelassen. Im Lateinischen heißt es wo, rot gelesen, wohin, auf welche Weise, wie und warum passiert es eigentlich? Ganz einfach, weil du das jetzt träumst, weil du es denkst, auch dieses Gespräch denkst du. Und dir sollte klar sein, alles was geträumt wird, ist ein Dasein müssen. Nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kannst du sich raussuchen, dass du ihn träumst. Und du jetzt als ausgedachter träumender Geist kannst dich diesbezüglich nicht raussuchen, was du träumst. Dafür bin ich da. Bin ich dafür zuständig. Und jetzt haben wir, jetzt hast du mal ein Quantenobjekt, ist schlichtweg ein ganz abstrakter Gedanke. Elektronen naturgemäß gleichzeitig in mehreren Zuständen befindet. Es kann sich also gleichzeitig an mehreren Orten befinden, gleichzeitig mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Raum fliegen oder, wenn es radioaktiv ist, gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen sein. Das ist diese eigenartige Welt der Superposition und die Lösung ist so unendlich einfach. Es ist gleichzeitig heißt jetzt. Und da haben wir jetzt natürlich in dem Wort gleich, das beginnt schon mit Gall. Das kann man jetzt natürlich dieses Gall rot lesen. Dann hast du zuerst einmal den Geist, der Licht ist. Das nennt es immer die Lampe im Projektor. Und dann haben wir unser Gehirn, unser Verstand, unser Intellekt, der jetzt zu Licht wird. Das ist aber was Ausgedachtes. So wie das Gehirn was Ausgedachtes ist, ist auch das Licht was Ausgedachtes.
All das Licht, das du dir um dich herum ausdenkst, ist Licht, das entspringt aus dem roten Licht. Das ist dein Geist. Und darum ist es zum einen die Haufe, die du aufschmeißt, beziehungsweise die Welle. Jetzt kommen wir in die Quantenmechanik. 3, 3, 33, immer wieder sage ich 3, 3 gelesen, heißt es hier. Gack, das heißt Dach. Es ist ausgedacht. Oder Gall. Da müssen wir jetzt aber gar nicht so weit. Es geht um diese Superposition. Wo ist die Gleichzeitigkeit? Diese Welle befindet sich in dem Punkt, aus dem sie entspringt. Schau das kleine Bild an. Egal, wo du dir jetzt was hindenkst, es ist hier. Und du denkst es jetzt. Jede Bewegung, die du dir denkst, ist einfach nur ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt, sonst würdest du es nicht wahrnehmen. Ob du dir das in die Vergangenheit denkst, das ist sub, das ist das Ende. Das ist das Bewusstsein von UP und dieses Bewusstsein erweckt jetzt hier in dem erwachten Geist E2R, in dieser Einstein-Formel, dieses Bild. Nochmal. Das heißt, dass sich ein Quantenobjekt, wie zum Beispiel ein Atom oder ein... Setze für ein Quantenobjekt einfach nur ein Gedanke. Etwas Gekotze, haben wir gerade festgestellt, was ausgespien ist. Elektronen, naturgemäß. Aber wo kommt es her? Aus einem absoluten Nichts. Und jetzt, sobald wir uns ein absolutes Einzug denken, ist dieses Nichts ja schon wieder ein Gedanke. Sobald wir uns an träumenden Geist denken, ist der träumende Geist ein Gedanke. Das ist Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus einem Nichts. Und nochmal, Creatio ist eigentlich eine Auswahl. Dieses Nichts ist alles. Und wir wählen eine winzige Facette aus und denken uns die aus und stellen die uns vor uns hin, indem wir die uns räumlich oder zeitlich irgendwo anders hindenken. Es gleichzeitig in mehreren Zuständen befindet. Es befindet sich gleichzeitig in mehreren Zuständen, weil der Tag, den du dir jetzt ausdenkst als eine Kollektion, ist nämlich Tag und Nacht gleichzeitig, wenn du jetzt von oben auf die Erdkugel schaust. Der ändert hell und dunkel nicht oder Tag und Nacht. Es ist eine Interpretation, dass du schon wieder eine Seite bevorzugst und sagst, jetzt ist es hell. Wenn es jetzt hell ist, ist jetzt auch dunkel da, aber du denkst dir das dann in die Vergangenheit. Kann sich also gleichzeitig an mehreren Orten befinden, gleichzeitig mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Raum fliegen oder? Geschwindigkeit ist das große Problem. Wenn sich was mit einer Geschwindigkeit bewegt, dann musst du jetzt erst einmal klar sein, wie ist wieder physikalisch von der neuen Physik, wie ist Geschwindigkeit definiert? Ganz einfach, Strecke durch Zeit. Strecke durch Zeit. Das sind zwei Dimensionen. Jetzt kann ich wieder reingehen und wir können uns einmal die Lichtgeschwindigkeit nochmal anschauen. Da wirst du diesen großen Schwachsinn irgendwann merken. Ich bin schon wieder viel zu genau. Diesen großen Schwachsinn. Licht ist eine dimensionslose Geschwindigkeit. Die wissen gar nicht, versteht ihr kein Deutsch, versteht ihr kein Lateinisch? Dimensio heißt übrigens das Auseinanderdenken. Mens ist Denken. Mhm. Es ist etwas nicht Denkbares. Eine Dimension ist eine Ausdehnung, egal ob wir eine räumliche oder zeitliche Ausdehnungsdenken. Eine dimensionslose Geschwindigkeit, für die existiert weder ein Raum noch eine Zeit. Und Sekunde pro Sekunde ist sowieso ein Schwachsinn. Da gibt es natürlich deine Erklärung, der Sekunde im Quadrat, aber das ist in einem anderen Kontext. Und du wirst jetzt merken, dass das, wenn du wirklich verstehst, was Sekunde schon bedeutet oder was Licht bedeutet, Lichete heißt, zu mir kommen Schrecken, logisch berechnete Ecken. Jetzt kommen wir in diese Tetraederstruktur. Wenn es radioaktiv ist, gleichzeitig zerfallen und... Das ist übrigens die kleine Ding, ist Schrödingers Katze mit der Kiste. Mhm. Es ist ganz und getrennt gleichzeitig. Mhm. Das ist aber doch der träumende Geist. Der schizophren träumende Geist ist immer derselbe Geist, obwohl das Meer ist immer dasselbe Meer. Du musst bloß den Trick wissen, dass es nicht das eine ohne das andere gibt. Es gibt eigentlich gar keine lebendige Katze, wenn es keine tote Katze gibt. Mein altes Brillenbeispiel, wo ich sage, sobald du an deine Brille denkst, ist eine Brille da, ein Berg, und dazu gehört dann das Tal, wo wir die Brille herausklappen. Da fange ich jetzt aber nicht nochmal an. Das heißt, sobald wir aus einem Nullpegel was nach oben klappen, fällt es unten. Das ist jetzt ein ausgedachtes Minus und ein ausgedachtes Plus. Und wir schauen immer nur eine Seite an. Nicht zerfallen sein.
Die Summe all dieser möglichen Zustände bildet die Wellenfunktion, die das Quantenobjekt vollumfänglich beschreibt. Das ist natürlich jetzt, sich so Wellen zu denken, von der Achse, die wir uns ausdehnen, wenn wir uns hier einen Einheitskreis hindenken. In dem Einheitskreis ist jeglicher Blickwinkel gleichzeitig da. Diese ganzen Sinus- und Cosinus-Funktionen sind Blickwinkel. Was jetzt hier kommt... Schreibt. Sobald man aber eine Messung an einem Quantenobjekt durchführt, scheint die Wellenfunktion zu kollabieren und es entscheidet sich spontan und unvorhergesehen. Da habe ich übrigens reichlich Videos dazu gemacht, wie interessant wird das Messen. Messen heißt einfach nur beobachten. Und beobachten kann nur ein Geist, ein Messgerät kann nichts beobachten. Dann bist du schon in einem logischen Konstrukt, wo du Vorstellungen in dir aufbaust, die du vom Hörensagen kennst. Du beobachtest etwas. Hersehbar für einen konkreten Zustand. Nach der Messung ist das Atom also nur noch an einem Ort oder es hat nur noch eine bestimmte Geschwindigkeit oder es ist zum Beispiel das nur noch... Das heißt, in dem Moment, wo du dir was denkst, ist nur das da, was du denkst und alles andere ist dann im Hintergrund. Das ist die Sache mit der Kiste. Wenn ich immer wieder sage, die Kiste ist eine Küche und solange du das Wort Küche hast, hast du nur ein abstraktes Kollektion von Bildern. Denk einfach, du machst tausende Bilder in deiner Küche, ich erzähle das immer wieder. Sobald du in die Küche reinschaust, siehst du nur einen einzigen Blickwinkel aus dieser Küche. Irgendein Objekt meinetwegen. Wobei die Objekte dreidimensional gedacht, kannst du natürlich einen Kühlschrank aufmachen, dann hast du nochmal, geht es Kollektion in Kollektion in Kollektion. Aber dann bricht die Wellengleichung zusammen. Und dann ist plötzlich entweder bloß der Herd oder das Fenster oder der Kühlschrank. Das ist eine ganz grobe Metapher, so musst du dir das vorstellen. Da gibt es nicht nur zwei Zustände. Das ist das Hell- und Dunkelbeispiel. Die nächste Sache ist dann etwas komplexer. Aber wenn wir das jetzt abschließen, dass das, wenn du dir das als Welt... Auch zerfallen. Pass auf. Beim Gedankenexperiment um Schrödingers Katze wird das Superpositionsprinzip der Quantenobjekte auf unsere makroskopische Welt übertragen. Jetzt kommt das Problem, es gibt keine mikro- oder makrokosmische Welt oder skopische Welt. Es ist schlichtweg und einfach, es gibt Informationen, die du siehst. Was siehst du, wenn du an ein Atom denkst? Das ist ja unser Lash. Die ganzen Vorstellungswelten, wo die aufbauen, ist geistlos nachgeäfftes Wissen, wo die Symbolik nicht verstanden wird. Ich könnte jetzt stundenlang dir Aussagen von Physikern machen, die nur einen Satz sich in jedem Satz zwei, dreimal widersprechen. Wie ein Elektron aussieht, wissen wir ja nicht. Und dann erklären tonnenweise Bücher, wo sie nachäffen, wie ein Elektron aussieht. Die menschliche DNA ist so unvorstellbar klein, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht und dann erklären sie dir, dass hier ein so ein unvorstellbar kleines Teil die Speicherkapazität von 200 Telefonbücher 1000 Seiten hat. Zeige ich dir. Aussage von einem Nobelpreisträger. Und jetzt sind die in der Lage, zeige ich dir Filme, dass die in diesen 200 Telefonbücher 1000 Seiten, die in Wirklichkeit so klein sind, dass man sie nicht sehen kann, tauschen die 4-5 Wörter aus in der DNA zum Beispiel von Holzsteinrindern und dann wachsen keine Hörner mehr, weil sie nämlich genau die Teile in der Matrix austauschen, wo die Hörner aufgebaut werden. Das sind wissenschaftliche Sendungen und du sitzt dann davor und sagst, oh, Wissenschaft. Hat! Was ist jetzt da? Du sitzt vor dem Computer, glotzt auf dem Monitor, hörst einen Lautsprecher zu und schaust flackernde Lämpchen an. Alles andere machst du aus Worten mit deinem Wissen. Du erschaffst es. Du erschaffst Grieche, du erschaffst Gott, du erschaffst Jesus, die Kreuzigung, du erschaffst den Satan, eine Erdkugel, eine Erdscheibe. Alles, was du erschaffst du jetzt in dem Moment, wo du es denkst. Und die Ursache ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und das ist die Falle. So, jetzt machen wir das einmal weg. Gehen wir ganz kurz in den Quantencomputer. Ich habe aber auch mal gesagt, du bist ein Quantencomputer. Schauen wir mal, was das Fraunhofer-Institut sagt. Unsere global vernetzte, mobile Welt macht eine nachhaltige... Global, ganz nebenbei, beginnt mit GL, ist eine Welle. Die Welt, WLD, ist ein polarer Rand. Ich zeige es dir nochmal. W, doppelt aufgespannt, ELD, vielleicht irgendwann nochmal checkst du, was ich dir sage. Das ist zuerst einmal und, das ist das WAF. B-Rand ist ein polarer Rand, B ist die 2, ein polarer Rand. Wir können auch BR, AND machen. BR heißt das Äußere, AND heißt auf Hebräisch auf- und abschwingen. Global geht mit Gall mit der Welle. Diese Welle wiederum ist aber, du schaust nur die Haufe an. Das, was oben rausschaut, der Wellenberg, das Wellendorf schaust du nicht an. Das gehört aber dazu, weil ohne den Berg, den wir aufschmeißen, haben wir auch kein Tal. Wenn wir jetzt viele Wellen gleichzeitig anschauen, wird es ein Trümmerhaufen.
Das ist auch eine Steinhaufe. Jetzt muss ich bloß wissen, wenn wir das wieder rückhebraisieren, wir können das hebraisieren, wir können schauen, das hebräische Wort für eben, das spricht man eben aus, das ist das hebräische Wort für Stein. Das ist der Stein. Das wiederum, eben ist ex-ben. Ben ist die polare Existenz, das ist der Sohn auf Hebräisch. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und effiziente Logistik zur immer komplexeren Herausforderung. Eine Logistik, das ist immer ganz interessant. Jetzt kommen wir schon zur Logik. Ich sage immer, du bist unheimlich logisch. Jeder Computer ist logisch, aber der ist nicht geistreich. Er weiß nicht, was er tut und warum er es tut. Das gilt für jeden Mathematiker, wenn man das Wort Mathematik wörtlich nimmt. Wirklich existenziell wörtlich nimmt. Mathematik heißt das gelernte Wissen von geistlosen Affen. Jeder normale Mensch, der glaubt, er ist ein Trockennasenaffe, ist ein Mathematiker. Er labert nach. Forderung. Die auch die Navigation und Datenverarbeitung vor Probleme stellt. Das hat was mit mehr zu tun, die Navigation. Mit dem, der immer ist, ganz nebenbei bloß. Wo klassische Prozessoren heute an ihre physikalischen Grenzen stoßen, könnten Quantencomputer in Zukunft Lösungen finden. Schau mal da mein Qubit. Das ist ja ein ganz geiles Teilchen. Schau, das wird sich jetzt wieder vorgestellt. Du kannst dir nur das vorstellen, was du vom Hörensagen kennst. Du kannst es aber nicht überprüfen. Und wenn man dir das nicht erzählt hat, kannst du dir das nicht vorstellen. Eine ganz einfache Sache, du bist der Computer, du wirst nur die Bilder, die Vorstellungen in dir aufbauen können, was du an Daten zum Denken benutzt. Was nützen dir die komplexesten Programme im Internet, wenn du ein ganz primitives Programm auf dem Computer im Arbeitsspeicher hast und ständig dieses im Arbeitsspeicher abspitzt? Ich habe mal eine schöne Metapher gemacht. Wir haben ja das Bild noch durch übertragen, aber meinen Bildschirm hast du ja. Schau, das ist jetzt ein normaler Computerbildschirm, wenn du ihn normalerweise einschaltest. Das heißt, als normaler Mensch öffnest du dann irgendein Programm, irgendetwas und schaust dir was an. Und mit dem Programm kannst du dann natürlich hier, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt hier mal den PDF, den Buch auf, dann kann ich hier natürlich noch irgendwelche Bücher laden. Ich brauche zuerst einmal einen, wo ich mehr oder weniger das öffne und dann kann ich Bücher laden. Das schauen wir uns dann gleich hier noch an, das brauchen wir dann. Das ist jetzt zum Beispiel die Mutation. Und jetzt sehe ich auf dem Bildschirm eigentlich nur einige Worte. Und wenn ich jetzt da scroll, ändert sich mein Bildschirminhalt. Aber diese ganzen Worte hole ich ja letztendlich aus dem Arbeitsspeicher, in dem jetzt dieses Buch ist. Und wenn ich was anders sehen will, muss ich im Arbeitsspeicher ein anderes Programm einladen, dann zwangsläufig tauchen andere Bilder ein. Genauso funktionierst du, Geist, in meiner Computermetapher. Was aber jetzt, du stellst dir Folgendes vor. Ich mache jetzt hier mal all diese Icons weg. Ich lösche auch hier, kann ich ja auch Programme einschalten. Ich lösche all das raus, das kann ich alles rauslöschen und ich kann den Computer, einen normalen Windows oder Apple-Computer so einstellen, dass wenn du den einschaltest, dass hier auf dem Bildschirm nur ein allereinziges Bildchen ist. Ich sage mal, das Spiel solidär. Wenn du jetzt keine Ahnung hast von dir selber, dann fahr mir den Computer hoch, du wirst wach, du klickst auf dieses eine Icon und dann läuft dieses eine Programm. Und ich sage, alle anderen Programme sind in dir drin, ich habe die bloß nicht so leicht zugänglich gemacht. Die sind weder auf dem Desktop, dass du die einschalten kannst, noch findest du die hier, sondern du müsstest jetzt ganz, ganz gezielt hier reingehen in deinen Computer. Wenn das weg ist, also das lasse ich dir. Und dann gehst du jetzt hier Laufwerk und dann gehst du in Driver, Windows-Daten, bla bla bla. Und du musst dann in Windows die Programme suchen und dann, wenn du die Programme hast, die Windows-Programme hast, bla draufdrücken. Du wüsstest nicht einmal, wo man die einschaltet. Das ist dein jetziger Zustand. Das ganze Wissen deiner Menschheit ist in dir drin und du benutzt ein Nichts von dem Wissen zum Denken und du meinst, du wüsstest schon was. Aber auf die Straße gehen, Kriegshetzen, weil man meint, ich liefere Waffen, um Frieden zu erschaffen. Es ist ein Oxymoron. Ihr lebt in einer totalen, historische Fakten sind ein Oxymoron. Ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt keine historischen Fakten. Nochmal, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt an was denkst oder jetzt was anschaust, sprich es sinnlich wahrgenommene Informationen in dir aufbaust, indem du auf deine VR-Brille was projizierst. Das ist das Faktum. Historische Fakten gibt es nicht. Fakten ist das, was jetzt da ist. Das ist ein Faktum. Schau, was jetzt da ist. Cut!
ohne zu werden, ohne Eigenschaftswörter, ohne Zeit. Es ist jetzt, Punkt. Und wenn du das installiert hast, dann spiele ich dir ein vollkommen neues, wundervolles Leben ein. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Dieses Qubit übrigens, und mal wieder für die Möglichkeiten, damals hast du mal Q, das solltest du in die Hologrammatik gehen, das ist die Messschnur. So wie du das ausmisst, wirst du es erleben. Deine Richtschnur, jetzt haben wir schon wieder die Richtung mit dem Pfeil, wo du hinschaust. Schnur ist eine Logik, die zum Flackern anfängt. NUR, eine Existenz einer aufgespannten Berechnung, fängt in dir zu flackern an. Und das ist ein Ausgleiten, ein Säumen. Ein Säumen, du säumst dich ein in Träumen mit Gedanken, die du um dich herum verstreust. Und das Ganze ist hier im klassischen alten Hebräisch das Lallen von Betrunkenen. Du bist hochgradig besoffen von deinem Ego, von der Naturwissenschaft, von dem ganzen religiösen Geschwätz, was du geistlos nachäffst. Drum ist es das Lallen von Besoffenen, von Betrunkenen. Das sind Wahnsinnige. Und das sind deine Vorbilder. Und du rennst mit im Gleichschritt, heißt es so schön, marschierst du jetzt mit. Wir müssen gegen Russland sein. Oder gegen irgendetwas. Es ist vollkommen gleichgültig. Schau einfach, was jetzt da ist. Hol dich ins Jetzt. Mach dir bewusst, was bin ich und was ist mein Gedanke. Es ist eine Information, die existiert, weil ich jetzt das träume. Und der nächste Gedanke zerstört es wieder. Du hältst ab jetzt einfach das erste und das zweite Gebot. Du machst dir kein Bild mehr von dir selbst. Aber was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Bang, ist ein Gedanke da, eine Information da. Wo ist dieser Körper, wenn du nicht mehr an den Körper denkst? Mit dem nächsten Gedanken wird dieser Körper zerstört. Das ist hundertprozentig sicher und nicht, dass dieser Körper die Ursache ist, dass du denken kannst. Wir halten uns an Tatsachen, an Fakten. Und wenn du Menschen hast, die weder wissen, was Fakten sind, was noch Mathematik bedeutet, gehst du in die Irre. Du wirst dich bis in alle Ewigkeit in die Irre führen. Und das verspreche ich dir jetzt als der, der ich bin. Und ich habe dir die Tür geöffnet. Du musst übrigens als Brösel nichts tun, überhaupt nichts. Du lässt dein Leben weiter laufen, so wie es ist. Du spielst deine Rolle weiter, da mische ich mich nicht ein. Du musst auch keinen von dir ausgedachten Menschen von irgendwas überzeugen. Warum? Es macht keinen Sinn, einen Gedanken, den du denkst, was erklären zu wollen. Jedes meiner Selbstgespräche weist dich am Anfang, sagst du mal drauf hin, ich erkläre es den, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt den Sprecher, den du dir ausdenkst, der jetzt übrigens einfach nur ein Gedanke ist. Ja, wo war der Sprecher, wie du nicht an mich gedacht hast, an den Sprecher gedacht? Ja, der muss ja da gewesen sein, sagt deine Logik, ich höre dann doch die ganze Zeit. Dann hörst du einen Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, der übrigens auch nicht existiert hat. Das, was du jetzt hörst, kommt nicht aus einem Lautsprecher, schon gar keine Schallwellen. Zeig mir die Schallwellen. Zeig mir Licht. Das ist das elementare Erkenntnis. Deine ganze Naturwissenschaft arbeitet mit Hirngespinsten. Hör dir einfach Selbstgespräche an bis zum Erbrechen. Ja, ich sehe doch, dass die Bäume sich bewegen. Da muss doch ein Wind da sein. Nein, ich sage, da ist ein Geist da, der sich das jetzt ausdenkt. Die Ursache, dass Bäume da sind, sind, weil sich einer Bäume denkt und die Bäume, die da außen angeblich zu sein scheinen, weil er sie sinnlich wahrgenommen, real in einer gewissen Entfernung vor sich, sich ausdenkt, hindenkt, weil sie auf seiner Veräpplete als flackernde Lämpchen in Erscheinung drehen. Zäpfchen übrigens. Das sind die rot-grün-blau-Zapfen in deinem Auge. Das ZB hatten wir gerade schon. Etwas auftauchen, das auf der Wasseroberfläche schwimmt. Das Wasser ist Elayom, das ist Gott, das Meer, das ist die Nulllinie. Das ist, du musst der Erste sein. Und das Qubit, das Bit in mir ist eine Spiegelung, eine Erscheinung, das ist das Haus, das Heim. Aber nicht nur. Interessant ist es ja, dieses Bit, wie in mir ist eine Erscheinung. Was hier interessant ist, das ist auch das Innere. Das innerste Haus ist hier im, das Meer, der, der immer ist. Darum heißt es auch Heim. Und die Strophe wird zu einer Katastrophe, wenn du das nicht wahrhaben willst. Denn sie basieren auf der Wechselwirkung quantenmechanischer Zustände. Das ist natürlich jetzt jeder, dir muss wirklich klar sein, jeder, den du dir jetzt ausdenkst, der sich informiert, in sich Formen schafft, holt aus sich selber das raus, was er in sich erschafft. Ich sage nochmal, du kannst kein Wissen von außen in dich hineinschaufeln, weil außen, außerhalb, nur das existiert, was du dir ausdenkst. Aber das ist das Ausgedachte, deine Information ist schon ein ausgedachtes Innen. Vorher gehen die Selbstgespräche anhören.
Klassische digitale Computer rechnen mit einzelnen Bits, die immer genau einen von zwei möglichen Zuständen einnehmen. 0 oder 1. Das ist das Problem. Oder ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Ich sage weder noch, ein Kegel ist ein Körper. Das ist erfunden und selbstgespalten drauf. Übrigens KGL heißt wie eine Welle. Ob ich dich jetzt frage, ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck, oder ich frage dich, ist ein Berg, eine Welle oder ein Tal? Das ist im Prinzip dasselbe, es ist bloß etwas komplexer ausgedrückt. Übrigens ganz nebenbei wirst du feststellen, dass genau dieses Prinzip in der Welle hier in diesem kleinen Zahl, dieses 4Pi, also 4 durch Pi, ist genau 1,2732. Diese Zahl ist so unheimlich wichtig, die baut ein ganzes physikalisches Weltbild auf. Den Makrokosmos, den du dir ausdenkst, genauso wie den Mikrokosmos, und zwar in Form eines Computerprogramms. Das erklärt ihr Holofeeling. Das sind solche Vereinfachungen. Und wenn man das hier liest in der Mutation einer der Elternschriften, nur in Schwarz-Weiß, dann wirst du, da kommen wir jetzt gleich zu dem absoluten Nullpunkt. Der liegt ja genau bei dieser Temperatur angeblich. Das ideale Gas schrumpft. Im absoluten Nullpunkt, wenn du erreichst, gibt es kein Volumen mehr. Schau mal her, ich zeige dir das einmal. Das ist das Gesetz von Geiler-Sack. Einfach reinschauen, das heißt am absoluten Nullpunkt, es gibt kein negatives Volumen. Das heißt, es ist kein Raum mehr vorhanden. Übrigens, Volumen heißt nicht Raum, sondern Kreisen. Das führt uns dann hier zur Boltzmann-Gleichung. Die Boltzmann-Konstante. Das waren die Planck-Einheiten. Bitte, du musst jetzt das nicht merken, was ich dir sage. Ich bin da zigfach drauf eingegangen. Alles, was in deinen Büchern drin steht, auch in den Physikbüchern, stimmt. Was nicht stimmt, ist die Vorstellung, in die du aufbaust, wenn du die Worte liest. Wenn ich jetzt nur das Wort Krebs nehme, ein uraltes Beispiel, das ich immer wieder wiederhole, musst du wissen, dass dieses Wort Krebs, das in dir auftaucht, an einer ganz bestimmten Datei in deinem Bewusstsein ist. Also in diesen Ordner. Und wenn du jetzt an ein Sternzeichen denkst, schaust du in ein Astrologiebuch, ist das der Kontext im Hintergrund, die Astrologie. Wenn du an irgendein Gericht denkst, hast du irgendein Kochbuch. Und wenn du an ein Tier denkst, dann hast du hier halt irgendein Biologiebuch in der Hand. Es ist immer nur das Wort Krebs, aber das muss aus du fokussierst dich in irgendeinem Buch auf irgendeine Seite und dann taucht das Wort auf. Und den Kontext, den zusammengeschmissenen Text, den musst du dir bewusst machen. Was ist der Kontext eigentlich von dem, was wir jetzt reden? Der absolute Kontext von allem. Das ist der Geist, der sich ausdeckt. Was ist das verbindende Parameter für alles? Und dann ist plötzlich der Nobelpreis eine Lächerlichkeit, wenn zwei Elektronen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen, die befinden sich nämlich an derselben Stelle. Das verbindende Parameter ist der sich das ausdenkt. Und das eine Elektron wird das machen, was du denkst, dass es macht, und das andere wird das machen, was du denkst, dass es macht, weil jeder, den du dir denkst, alles, was du denkst, in dem Moment hier und jetzt ist, wo du es denkst und genauso ist, wie es ist. Ob du an Hitler denkst, an Putin denkst oder an Schneewittchen oder an Rumpelstilzchen, an ein grünes Maßmännchen. Es sind jetzt erst einmal nur Worte. Im Anfang war das Wort. Was machst du aus den Worten? Was machst du aus den Planck-Einheiten? Wichtig! Diese Naturkonstanten oder bestimmte konventionelle Vielfache dieser Naturkonstanten, die haben ausgedrückterweise allesamt den Zahlenwert 1. Uni, nichts. Die absolute 1 kannst du genauso wenig denken wie die Stille. In dem Moment, wo ich dir Stille beschreibe, muss ich ein Geräusch machen. In dem Moment, wo ich 1 denke, muss ein Hintergrund sein. Das ist eine schwarze 1 und dann muss es zumindest, wenn ich 1 hinschreibe, ein weißer Hintergrund sein. Ich sehe nur Unterschiede. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, sind es absolute Hirnwichsereien. Es sind Sachen, die keiner entdecken kann. Eine Planck-Länge ist 10 hoch minus 35 Meter. 0,00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 
eigentlich baut es das davon Dreieck auf, weil das Viereck schon mal zwei Seiten hat, über die Diagonale an Pythagoras denken. Und du wirst jetzt feststellen, dass hier bis zur Quantenmechanik siderischer Monat beträgt. Auch die Entstehung des menschlichen Lebens, 10 siderische Monate, sind hier 273,2 Tage. Was jetzt in der normalen Zeit dann wieder 9 Monate sind. Die Bimessone, die wir uns ausdenken, haben genau das 273-fache des Elektrons. Radius des Mondes ist 0,2732. All das ganze Zeug sind keine Zufälle. Im Hintergrund ist eine Matrix. Das ganze Weltbild, der menschliche Körper, alles, was du dir auftauchst, ist schlichtweg eine Computeranimation in deinem Kopf. Änderst du das Programm, änderst du alles, du bist ein Gott. Teilt man die Sekunden eines Tages durch die Sekunden eines Jahres, erhält man genau 0,00273. Jetzt kommen wir hier dann in den 4, siehst du 4πh. Es geht nur, dass du dieses Prinzip, dass da keine zufällig sind, keine zufällig entstandene Welt, in der du ums Überleben kämpfen müsstest, du Geist. Da wird es beschrieben. Und ich erkläre das kindgerecht, dass es jeder 13-Jährige versteht. Jetzt lasst euch einmal überraschen, was ich jetzt da euch zeigen will, ganz kurz mit der Boltzmann-Konstante. Also wir haben hier Wurzel, wenn wir eine Wurzel haben, egal was hier jetzt in der Wurzel steht, haben wir zwei Ergebnisse, ein Plus und ein Minus. Man lässt ja mittlerweile geflissentlich durch die Naturwissenschaft, dass das alles funktioniert, einen Wert weg. Und das ist die Entheiligung. Genauso wie du sagst, ich bin jetzt gesund und krank, will ich nicht sein. Wir sind die Guten. Die Bösen wollen wir vernichten, wollen wir die Guten. Damit zerstörst du jedes Mal die Heiligkeit. Drum sage ich, liebe deine Feinde, liebe das Minus, wenn du meinst, du bist Plus, und wenn du glaubst, du bist Minus, dann liebe das Plus. Und dann steht hier immer Null. Das Gleichheitszeichen ist wie Wellenberg und Wellendal, das, was du hier vor dem Gleichheitszeichen und nach dem Dress Tremia um 90 Grad, und dann wird es ein Bruchstrich. Ist gleich. Auf der einen Seite was, auf der anderen Seite was, ist ja in der Waage. Schau das kleine Bild an. Stimmt oder stimmt? Dieses Ist-Gleichzeichen machen wir jetzt zu einem B-Ruch im Geist. Ruch heißt Geist. Im Geist zu einem Strich, und dann setzen wir es oben und unten, und dann ist es gespiegelt. Wendal und Wendal. Dann haben wir plus 5 und minus 5. Das ist das Gleiche, nämlich das Nichts in der Mitte. Okay? Geh einfach mit meine Gedankengänge mit. Das heißt, die Länge ist nichts, die Masse ist nichts, die Zeit ist nichts, die Ladung ist nichts. Immer wieder dieses 4pi achten. Das ist da, hier, das ist ganz entscheidend, dann landest du bei dem Wert. Moment. Der einzige ist die Planck-Temperatur. Da wirst du aber feststellen, da haben wir trotzdem, weil der Wert ja nichts ist, und wenn wir da nichts einsetzen, wirst du merken, 10 hoch 32. Was ist diese Planck-Temperatur? Dieses Kb, das ist also die Planck-Temperatur. Und jetzt schauen wir mal hier, da ist dieser Wert Kb, und wir sehen jetzt, das ist die Boltzmann-Konstante. Die Boltzmann-Konstante, jetzt wird spaßig. Pass genau auf, was wir jetzt machen. Jetzt drehe ich einmal da drauf drücke und ich sage jetzt, was ist die höchste Temperatur? Schauen wir mal, was Wikipedia sagt. Das ist auf die Welt bezogen, das stimmt nicht. Wie kalt ist es im All? Das lassen wir gleich einmal. Also pass auf, im All herrscht in der Regel eine Temperatur von minus 270 Grad. Das stimmt nicht ganz, genau genommen sind es hier 273,2 Bündchen Grad. Wir haben aber festgestellt, dass das All, wenn diese Temperatur da ist, eigentlich kein Raum mehr da ist. Ja. Ja. Das Volumen ist nichts. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das ist der absolute Nullpunkt, nennt man das in der Physik. Diese Temperatur, um eine Temperatur zu messen, muss etwas da sein, was gemessen wird. Das heißt, wenn du jetzt ein Thermometer raushängst, jetzt normal ausgedacht, dann misst du die Temperatur der Luft. Sprich, dieses dieses Stickstoff-Sauerstoff-Gemisches. Du mischst zumindest irgendwelche Atome. Wenn jetzt aber das All absolutes Vakuum ist, was wir festgestellt haben, angeblich, habe ich gehört, dann ist keine Materie mehr da, und du kannst die Materie von nichts nicht messen. Wo keine Materie ist, ist auch kein Raum mehr. Das habe ich erklärt, weil Raum und Materie ist untrennbar verbunden. Ein Kügelchen, das wir uns jetzt als materiellen Raum denken, Materie räumlich ausgedacht, vorgestellt, hat drumherum einen Nichtraum. Genauso hat ein
ein Gefäß, wo man jetzt eine Leere machen muss, außenrum ein Raum sein. Wir spiegeln das bloß, weil sonst gibt es die Leere ja nicht, weil sonst bleibt immer nichts. Das ist das Plus-Minus, das man verstehen muss. Ich hoffe, du checkst es. Also ich sage dir gleich, kann etwas unendlich heiß sein. Irgendwann, wenn wir das finden, das ist es kalt. Es ist definitiv so, dass es hier eine absolute Temperatur gibt und die Licht hier, das kannst du ja mal recherchieren, wenn du willst. Ich gehe mal da in unseren Boltzmann rein. Ein einfaches physikalisches Prinzip. Jetzt ausgedacht, das macht die Matrix wohlgemerkt, das Programm. Nicht irgendwelche Naturgesetze da außen. Die Naturgesetze, die du dir ausdenkst, hängen von deinem Wissen ab, von deinem Programm ab. Der Materialist spiegelt alles. Denk an mein Klingelingeling-Beispiel. Es ist nicht ein Telefon dort, es klingelt und du hörst das Geräusch, sondern es ist zuerst in dir taucht das Geräusch auf und dieses Geräusch und jedes Geräusch ist ein Wort. Lässt dich an irgendwas denken. So, und jetzt pass auf. Wenn du Materie, die physikalischen Gesetze deiner Naturwissenschaftler bestimmen jetzt, wenn du was zusammendrückst, was das heißt. Wenn du die ganze Materie, die im Universum sich befindet, ich zitiere Wissenschaftler, die zitieren natürlich auch, ich nenne das lieber Nachäffen. Ich mache das jetzt aber ganz bewusst, weil die ich mir ausdenke, wenn das gedacht haben und gesagt haben, was ich mir denke. Dass wenn du Materie zusammendrückst, wird die warm und wenn du was entspannst, also die Atome auseinanderziehst, muss ich mir natürlich erst einen Raum vorstellen und das ist immer ein Traum. Das spielt sich alles in meinem Innersten ab. Wird es kalt? Drum ist, versuche es bitte, dein Programm wird es dir demonstrieren. Du holst dir irgendeine Mineralwasserflasche, so eine PET-Flasche mit 1,5 Litern, mit viel Gas. Dann nimmst du die in die Hand und machst die auf. Die ist ja ganz hart. Die ist so richtig hart, die ist fast so hart wie eine Glasflasche. Und dann machst du die auf nach das Pfff. Und dann merkst du, die wird latschig, die wird weich, da entspannt sich was. Und du merkst wirklich sofort, dass die kalt wird, während das Pfff macht. Weil wir was entspannen und dann kühlt es ab und wenn man was zusammendrückt, wird es heiß. Und jetzt denkst du dir, dass diese ganzen Atome im ganzen Universum, diese ganzen Sterne, alles, was sich hier über Milliarden von Lichtjahren verstreut hat, quetschen wir in einen allereinzigen Punkt zusammen. Praktisch der Urknall, den wir uns jetzt ausdenken, wo sich die ganzen Teilchen des Universums befinden, dann hat dieser Punkt hat eine Temperatur von 10 hoch 32 Grad. Sagen die Wissenschaftler. Ich mache das einmal sehr einfach. Das ist eine Zahl mit 32 Nullen. Ist heftig, ne? Und wenn wir das jetzt entspannen, dass wir die in die Unendlichkeit verstreuen, kann das maximal auf 273,2 Grad abkühlen. Das ist der absolute Nullpunkt. Jetzt stellen wir aber fest, dass da außen, wo befindet sich? Du hörst jetzt nur Worte, du baust Vorstellungen in dir auf. Interessant ist, dass am absoluten Nullpunkt und die absolute Hitze, das ist die Lichtgeschwindigkeit, wenn sich was am schnellsten bewegt. Ich habe da schon ein paar Mal drauf hingewiesen, da habe ich übrigens meine 434. Ja, die Kommastellen kannst du immer wegmachen. Dass das eigentlich dasselbe ist, bloß gespiegelt. Das heißt, ich mache jetzt hier mal mein Bild wieder, dass ihr mich seht, dass jetzt was Eigenartiges ist. Das sind zum Beispiel so die Erkenntnisse von einer Unendlichkeitsmaschine. Ich suche jetzt die Videos nicht her, da bin ich in vielen älteren Videos drauf eingegangen. Wir denken uns jetzt ganz einfach einen Motor, da gibt es in Museen, kann man auch mit Lego-Bausteinen machen, mit Lego-Zahnrädern, einen Motor mit einer kleinen Achse, der dreht sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, jetzt genau zuhören, und dann machen wir jetzt ein größeres Zahnrad dran. Größer einfach. Und dann wird es sich natürlich, wenn der sich dreht, wird es sich wesentlich langsamer drehen. Ja. Wir machen jetzt bei dem Zahnrad an der Achse, machen wir wieder, legen wir ein großes Zahnrad dran und dann tun wir das praktisch hier jetzt untersetzen, nennen wir das. Achse von dem großen Zahnrad wird wieder eine kleine Achse, die wieder ein großes Zahnrad antreibt. Und das ist an einigen Schritten, wenn du magst, da gibt es in Museen zum Beispiel, gibt es einen Motor, der läuft den ganzen Tag und es sind nur einige Stufen mit relativ überschaubaren Durchmessern von Zahnrädern und das letzte Zahnrad ist eingemauert und dann steht unten so einfach Unendlichkeitsmaschine im Internet her und dann steht unten, dass also hier dieses letzte Zahnrad, obwohl das vordere Zahnrad sich was sich mit 4000 Umdrehungen bewegt, das erste Rädchen in so und so viele Billionen Jahre macht es eine Umdrehung. Wir können das jetzt einmal weiter untersetzen. Wir denken uns, dass das letzte Zahnrad unendlich groß ist.
Und das erste Zahnrad ist unendlich klein. Und jetzt kommt die Sache mit dem Punkt, dass die Spins, die sich, ich zitiere nochmal meinen Professor Lesch, letztes oder vorletztes Video anhören, ein kleiner Ausschnitt zur Quantenverschränkung zu der Nobelpreisverleihung. Elektron, wir wissen, wir haben es ja noch nie gesehen, das ist ja so klein, das kann man ja nicht sehen. Und dann kommt er aber mit dem Quantenspin, der ja mit der Verschränkung zu tun hat. Dieses geistlose Nachgeäffe, zuerst einmal ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. In dem Moment, wo ich mir ein Drehen vorstelle, ein Volumen vorstelle, das heißt ja eigentlich nur eine Drehung, ein Wölbel, brauche ich einen Radius. Und dieser Radius ist ein Zeiger, ein Richtungspfeil, wo ich hinschaue. Aber egal, wo ich jetzt hinschaue, es ist immer hier. Bei Lichtgeschwindigkeit wissen wir, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit dreht, bewegt es sich nicht mehr. Drehen ist ja auch eine Bewegung. Es ist nämlich, es fällt alles in einem Punkt zusammen. Ich betone nochmal, diese Einstein-Formel, ich sage immer wieder, zuerst einmal die Lorentz-Transformation, haben wir schöne Wurzel, wenn du es anschaust, in der speziellen Relativitätstheorie beweist arithmetisch, dass es außerhalb von dir überhaupt kein Licht geben kann, dass von außen gar kein Licht kommen kann, dass es nur ausgedachtes Licht ist. Ich sage prinzipiell, für dich wird immer nur das da außen sein, was du dir ausdenkst. Und selbst das, was du dir ausdenkst, ist deine Information. Das ist das Innerhalb und das Außerhalb, meine Kamera obscura. Das heißt, dass wir einen Zustand haben, dass die höchste Geschwindigkeit, sprich auch die höchste Hitze, die es gibt, ist Lichtgeschwindigkeit. Das ist aber in einem Punkt. Das Gegenteil davon ist ein Minuspunkt, ist dieses minus 273,2 aufgerundet, ist auch nichts. Das ist dann, wenn du einen Supraleiter baust. Das ist ein Supraleiter, wo sich die Elektronen hier neu zur Lichtgeschwindigkeit bewegen, beim absoluten Nullpunkt, wo kein Raum mehr da ist. Merkst du, dass genau der Widerspruch plus 1 minus 1 eigentlich dasselbe ist, bloß gespiegelt? Ja. Es spielt sich aber bloß hier und jetzt in dem Punkt ab, der du bist. Du bist ein träumender Geist. Es kann nichts irgendwo anders sein wie hier und jetzt in dir, wenn es existiert. Alles, was existiert, das, was ich die Transversale nenne, haben aber immer noch ein Unten und ein Oben. Wir haben keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr, aber noch ein Unten und ein Oben. Und jetzt drehen wir das in einen Spiegeltunnel rein. Und dieses kleine Prinzip wird hier hinter Mutation sehr populärwissenschaftlich ganz, ganz einfach erklärt. Wir haben zwei Arten, die eins zu denken. Das Quadrat ist immer plus minus. Eins Quadrat. Du zählst 1, 2, 3 und denkst dir eine Linie vor dich hin, okay? Du musst wissen, die Seite, wenn du den Strich anschaust, wo befindet sich jetzt dieser Strich? In dir. Das ist ja nur vorgestellt, ausgedacht. Ich könnte jetzt sagen, als erstes magst du der Monitor in einer gewissen Entfernung vor dir, ist das dann mal auf deiner VR-Brille. Jetzt denkst du dir deine zwei Augen und du denkst jetzt einfach mal, du hast deine Augen, wenn jetzt eine VR-Brille. Wenn du schon mal eine aufgehabt hast, dann wirst du diese Illusion zu schätzen wissen. Dieser Strich, wenn du den anfokussierst, schau mal hier die 9 an. Also wenn du die 9 anschaust, Bildschirm übertragen. Oh, ich habe den Bildschirm nicht übertragen. Etzala. So, kleinen Moment, da mal melden. Das ist in der Mutation, das ist diese Schrift. Da gehe ich auf dieses Spiel genau ein. Das ist das große Geheimnis. 0 ist plus 1 minus 1, das ist Wurzel 1. Und damit zwei Reihen. Wir haben 1 mal 1 Quadrat, 2 mal 1 Quadrat, 3 mal 1 Quadrat. Und dahinter mal 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 4, 1 durch 5, 1 durch 6, 1 durch 7. Das heißt, hier ist die Reihe der unendlichen Zahlen 1 durch, generiert in der 1. Und hier stellen wir uns das vor. Und diese zwei Seiten, das ist jetzt das Obskure und das ist die Kamera. Da kann ich jetzt auf die Schnelle nicht drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall kein Geschwubbel, glaube es mir. Ich lasse alle Formeln, alles gleich. Wichtig ist, wenn man sagt, jetzt hier, jetzt fahre ich da nochmal runter. Wenn du hier die 9 anschaust, existiert in deinem Kopf hier und jetzt, hast du mal fokussiert die 9. Du denkst jetzt, das, was du auf dem Monitor siehst, ist eine Datei.
Und du fokussierst jetzt in der Datei die 9 an, und wenn du hier auf die 0 schaust, wo ich hingehe, ist die 0 da. Und du wirst feststellen, wenn die 9, wenn du jetzt nur die 0 anschaust, je nachdem, was für einen Monitor hast, ist die 9, wenn du die 0 fokussierst, praktisch nicht mehr existierend. Wenn du die 9 anschaust, ist die 0 nicht existierend, außer dein Monitor ist sehr klein. Dann hast du die aber in einem Unschärfebereich. Jetzt ist es ganz interessant, das ist mein Beispiel, mir schlang ein Glas an. Wieso kann der Löffel das Glas nie berühren? Dieses Bing, weil es nicht auseinander ist. Wenn zwei Elektronen, die ich mir jetzt ausdenke, vorstellen, in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen, erschaffe ich eine Welle. Und wenn ich mir jetzt denke, dass an der Seite hell ist, dann ist hier zwangsläufig dunkel, weil mir dieses Gleichheit, das Plus-Minus-Gleichheitszeichen haben mit oben und unten. Wenn ich unten, oben ein Balkon ist, unten ist toll. Wenn oben schön ist, ist unten hässlich. Wenn oben krank ist, ist unten gesund. Und wenn oben gesund ist, ist unten krank. Mhm. Und genau genommen ist es immer, es spielt sich letztendlich im Zentrum ab. Und darum nennt man das die B-Ruch-Zahlen. Jetzt muss ich nur wissen, dass Ruch Geist heißt und die vier Weltgegend. Und das sind die vier Seiten von einem Tetraeder. Und zwei Tetraeder aufeinander gehen in Dorfitstern. Und alles außer Haaralb von der heiligen Einheit erscheint, ist nur ausgedachtes Dachgall 33. Eine Illusion. Das ist das, was ist. Und jetzt kann man da ganz genau, wenn man das jetzt unheimlich wichtig, das zu verstehen, das ist. Wir lassen alles so, wie es ist, aber wir machen es vollkommen neu. Wenn der Menschensohn kommt, werden Himmel und Erde vergehen, die du dir bisher ausgedacht hast. Elayom, das Meer wird nicht mehr sein. Es wird keinen existierenden Gott mehr geben, weil ein existierender Gott ist, was ausgedacht ist. Existere heißt heraustreten aus. Der, der immer ist, kann nicht aus sich selbst heraustreten. Er kann nur Wellen aufschmeißen. Hier in dieser Mutation, und da hast du jetzt das Geschwingel, ein ganz, es ist reine Arithmetik, was ich jetzt hier in Bildern darstelle, und das ist jetzt der Spiegeltunnel, das wird hier beschrieben, wenn du die Reife nicht hast, dass dich das nicht interessiert, ist das überhaupt nicht schlimm. Mir geht es momentan darum, dass du schlichtweg und einfach weißt, was bin ich und was sind meine Gedanken. Aber wenn du weißt, dass du eigentlich nichts weißt von dem, was wirklich ist, und das, was du weißt, was du von dir gibst, eigentlich nur geistlos nachgeäfft ist, dann halt doch bitte deinen dummen Mund. Und hör schon ganz auf, dich einzumischen. Ich sage immer, eine Wählerstimme, dann wirst du auch merken, wo das Problem der Demokratie ist. Zeig mir die Weisen deiner Welt, die ganzen Philosophieprofessoren, die Physikprofessoren. Cut! Was sind die jetzt? Was war jetzt da? Worte. Was machst du aus dem Wort? Was sind die jetzt? Schau einfach. Inwieweit machst du aus dem Philosophieprofessor, aus diesem Geräusch, eine Vorstellung? An was denkst du, wenn du an einen Philosophieprofessor denkst? Zuerst einmal an das Wort Philosophieprofessor oder Physikprofessor oder Politiker. Es sind Gedanken. Aber jetzt kannst du aus den Gedanken zuerst einmal eine Vorstellung machen. Du kannst dir jetzt an Osterhausen ausdenken. Und du kannst dir eine Angela Merkel ausdenken oder an Kohl oder an Hitler. Aber das sind momentan nur die Worte. Aber begreif doch, dass dieses Wort für dich selber, Angela Merkel, ist wie ein Ordner mit unheimlich viel Wissen. Wenn ich das Wort Hitler nehme, was kannst du bei Hitler alles denken? Ich garantiere dir, ich zeige dir 5-6 Stunden jetzt normal gedacht Bilder und Ausschnitte, wo du sagst, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich schon mal gehört. Wenn ich jetzt sage, schreibe mal auf, was du über Hitler weißt, dann kriegst du wahrscheinlich nicht einmal eine halbe Seite zusammen. Also du willst immer mehr in dir, immer mehr Erinnerungen in dir auf. Lass das einfach in dir ruhen, wisch und weg. Konzentrier dich zuerst einmal, was jetzt da ist, und mach dir Gedanken, wieso du immer wieder dieselbe Kacke wiederholst. Immer und immer wiederholst du dasselbe, den Fokus, den du hast. Und das Schlimmste, was du ständig wiederholst, das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Den du mit aller Gewalt diesen Gedanken versuchst, du möglichst lang am Leben zu halten. Du bist bloß ein dummer Affe. Hochinteressant, mein Beispiel. Ich spreche das an, was du zu sein glaubst, und du bist beleidigt, aber auf der anderen Seite versuchst du mit aller Gewalt diesen Zustand am Leben zu halten. Ich sage, nee, das bist du nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Affen denkst. Dann nimmst du halt was anders wahr. Aber das, was du wahrnimmst, reduziert sich jetzt
Rein auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du mit aller Gewalt verteidigst. Alles, was jenseits deiner Logik ist, bekämpfst du, willst du nichts damit zu tun haben, weil es dich nicht interessiert. Und dann wirst du bis in alle Ewigkeit dieses Leben wiederholen. Ich öffne dir jetzt die Tür, aber du musst dich zuerst von deinem alten Wissen abschneiden. Das neue Wissen, das du von mir kriegst, beinhaltet dein altes Wissen. Das ist die Sache mit dem Buchstaben H, mit dem Voraus. Es ist einfach nur ein komplexeres Programm. Ich verändere an deinem Wissen nichts. All das, was du hier findest, ist eigentlich in Büchern drin. Bloß es ist total verkehrt erklärt. Das ist die große Schwierigkeit. Diese Spiegeltunnelsache, diese kleinen Beispiele, ich garantiere dir, jeder, der Intellekt eines 13-Jährigen, er muss nur neugierig sein. Das, was ich von dir fordere, ist Neugier auf was vollkommen Neues. Dann kommst du zu dem Dreh- und Angelpunkt. Das ist in der Symbolik, in der Medizin übrigens deine Zirbeldrüse. Zirr, immer du brauchst mein Ivri. Die Geburt einer intellektuellen Berechnung, wenn man das blau liest. Der Geburtsgeber ist der göttliche Kopf. Das ist dieser Gabriel. Der Zeuger, der männliche Teil von Jesus und Johannes der Täufer. Interessant, der Teilwert 300 ist Shin. Wenn man das, die drei zusammenzählen, kriegst du das Shin. Shin ist der Logos, rot oder die Logik, blau. Das ist erst einmal eine Achse. Dann haben wir eine Angel. Interessant, anders gesprochen Angel. Das ist der Engel. Der Engel ist diese Achse, das ist der Punkt, um den sich alles herumdreht. Darum ist es auch ein Bode. Bo heißt in ihm. I mit LF geschrieben heißt es ein Wachraum, ein Dachtraum. Dann ist es eine Türangel, eine Reihe, eine Dreh- und Angelpunkt. Der Dreh- und Angelpunkt, ein Scharnier. Ist der Schwarzenegger drin, siehst du das? Ja. Der Arni. Schwarz als Krishna. Es ist nur ein Akt der Fantasie. Was magst du aus einem Wort? Und DR heißt ja, geöffnete Berechnung ist ein ständiges Kreisen um dich selbst herum. Jetzt haben wir das Gurkenwasser. Gur, was ist Gur? Wenn es dir an die Gurgel geht, das ist was Fremdes, das Reisende, kennst wieder das Fundament. Die Experimente. Ich sage das Wort alleine, deine Physiker, die hier Experimente machen, da muss da mal reinhören, ganz kurz. Halt, ich muss den Ton einschalten. Bevor wir uns jetzt da hier, schauen wir mal, wenn Physik an, lassen wir uns eventuell bespaßen. Lassen wir uns eventuell bespaßen. In einer großen Theorie zusammenfassen. Und das ist also ich mache ganz kurz die Vorgeschichte. Man versucht, die Wissenschaftler, wir haben zwei große Sachen, den Mikro- und den Makrokosmos. Wir wissen ja, wie der Mikrokosmos aussieht. Protone, wo sich Elektronen, Positrone, der ganze Teilchen so rumkreisen. Jeder, der dir das erzählt, ich sage immer wieder, es ist austauschbar. Hätte man dem Physiker was anderes erzählt an der Uni, würden sie das andere ausdenken, sich vorstellen. Und den Makrokosmos dasselbe in grün. Komplett austauschbar. Medizin, komplett austauschbar. Im Anfang ist das Programm. Also die Zoom jetzt, da das ja oberflächlich gleich aussieht, Sonnen, wo sich Planeten rumdrehen, Protonen, wo sich Elektronen rumdrehen, eine gemeinsame Theorie, weil das widerspricht sich irgendwie. Widerspricht sich übrigens nichts. Du müsstest bloß wissen, was x² durch 7 mal 20 beziehungsweise mal x², Pi, Entschuldigung, Pi, Pi, x ist Pi, Pi² durch 27 ist gleich Pi² mal 3 hoch minus 3. Diese kleine Formel beschreibt dir komplett den Zusammenhang, wenn du es weißt, was der Schöpfer sich dabei gedacht hat. Übrigens auch, wie die Säugetiere Tragezeit haben in der Matrix. Dass du hier bei den Menschen auf 273,2 Tage kommst. So steht es zumindest in den Medizinbüchern drin. Orientiert sich an der Mondphase. So, jetzt schauen wir da nochmal rein, zuhören. In einer großen Theorie zusammenfassen und das ist die große Vereinheitlichung. Und dann möchte man außerdem noch die Gravitation mit reinpacken. Und das ist dann eine Theorie von allem. Nur diese Theorie können wir nicht beweisen, weil sie nur bei extremen Temperaturen gilt. Man müsste einen Zustand herstellen, wie er zur Zeit des Ursprungs unserer Erde herrschte. Es müsste Billionen Grad heiß sein. Das ist diese 10 hoch 30. Der Zustand, wo alles in einem Punkt ist, ist auch diese extreme Hitze.
Und in dem Moment, wo das Ding explodiert, und das ist so eine unendliche Hirnwichserei, es ist die übelste Form von Religion, die es überhaupt gibt. Wieso? Weil die normalen Religionen zumindest an einen Schöpfergott glauben. Diese Religion hat den Geist, den Gott, den Geist, der alles erschafft, komplett zu einem Abfallprodukt von einem Gehirn deklariert. Das ist die Entgeistigung und sich selbst zum Affen gemacht. Das ist diese totale Entgeistigung der letzten, jetzt ausgedachten, symbolischen 200 Jahre. Das ist das blaue R. Das sind diese ganzen Berechnungen. Die bauen alle auf einer Petitio Principi, auf einer Grundannahme, die nicht stimmt. Und nicht wie heute im Universum, minus 270 Grad kalt. Da haben wir es schon wieder da außen in den Universum, das ganz einfach nur das In-Eins-Gekehrte heißt. Es ist alles, spielt sich in den einen ab, selbst was du dir ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Es ist doch hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information. Aber die Information in was? In deinem Gehirn, in deinem Kopf? Das sind doch schon wieder ausgedachte Sachen. Wir gehen davon aus, dass im frühen Universum... Wir gehen davon aus, wir denken uns was aus, dass im frühen Universum früh, vorher und nachher haben wir nicht ganz am Anfang ausgemacht, keine Eigenschaftswörter mehr und keine Zeitwörter, keine Verben. Es ist jetzt und es ist. Schau einfach, was da ist. Ein frühes Universum, die historischen Fakten nochmal, es ist ein Oxymoron. Oxymoron ist ein Widerspruch in sich selber. Die Theorie von allem gültig war und damals alle Kräfte vereinheitlicht. Die Theorie ist eine Sichtweise und es gibt keine Sichtweise von allen, weil eine Sichtweise immer nur eine Perspektive ist. Der Gegensatz dazu ist die Praxis. Die Praxis ist die Wirklichkeit. Das andere Sichtweisen, Theorien sind Wahrheiten, Wahrnehmungseinheiten. Um was wahrzunehmen, musst du dich aber in irgendeine Kollektion hineinfokussieren. Nicht waren. Und dann ist das Universum explodiert und fing an, sich auszudehnen. Merkst du, hätten wir was anders erzählt, würde gehen, den wir uns jetzt ausdenken, was anders denken. Natürlich nur, wenn wir das uns denken. Jetzt haben wir die Sache mit der Kiste. Im Anfang ist das Wort, das heißt, im Anfang ist die Deba. Drum werden übrigens in meiner Deba, wir sind jetzt in der Sintflut, Sodom und Gomorra lasse ich jetzt untergehen. Und ich gebe dir, ich biete dir einen Platz in der Archeon, im Wort. Ja. Nochmal dieses Deba. Mhm. Das ist das Kästchen, ich rede immer von der Kiste. Das KI ist auch ein Baller dran. Die künstliche Intelligenz ist ein Kasten, der Rumpf eines Schiffes. Was ist der Rumpf? Was ist das Schiff? Schiff ist auch nicht, das bist du. Im innersten Zentrum von dir befindet sich da was. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass das auch das geschriebene Wort ist in der Dora. Das ist ein W-Ort, ein doppelt aufgespannter Ort. Ich biete dir einen Platz an, in diesem Wort, das ist nämlich von den doppelt aufgespannten Ort, ist das Zentrum. Schau das kleine Bild an. Drum kommen auch in die Deva, wenn du mal deine Bibel in der Märchengeschichte lesen musst, immer nur Bärchen. Mhm. Immer nur plus minus. In den Physikbüchern ist es die Stelle mit der Vakuumfluktuation. Mhm. Da entspringen aus dem Nichts zwei und fallen wieder in das Nichts zusammen. Das ist genau das Prinzip, das habe ich also hier jetzt einmal symbolisch vor Äonen. Jetzt müssen wir wissen, was ein Ion ist. Habe ich das schon in der Dora geschrieben? Da brauchen wir keine Physikbücher, das ist ein billiger Abklatsch von dem, was wirklich ist. Explosion ist der Urknall. Doch der ist auch nur eine Theorie. Der ist auch nur eine Theorie. Ja, wenn das alles Theorien sind und wenn man nicht weiß, wie ein Atom aussieht und das ganze Zeug, vor was geht's denn? Um was dreht sich denn eigentlich alles? Um dich. Du musst einfach mal zuhören. Das ist ein so ein unendlich hohles, geistloses Nachgeplapper. Von wem eigentlich? Wer ist jetzt eigentlich da? Das bist doch bloß du und deine Gedanken, diese Geräusche jetzt. Meinst du, dass das Pixelmännchen hier, die hochdotierte Physikerin, meinst du, dass die sich raussuchen kann, dass du sie jetzt ausdenkst? Also sie ist die Frau, an die du jetzt denkst. Frau ist mit Sicherheit nicht dieses Pixelmännchen. Jetzt als Lebewesen ist es ein Gedanke, den du denkst. Du erschaffst die jetzt. Die weiß ja so viel von Physik. Da gibt es etliche ganz tolle Videos, die eine sehr große Zweiflerin übrigens mittlerweile an dem ganzen System. Aber das Wesentliche hat sie auch nicht begriffen. Ich werde ja sagen, wieso? Weil ein Gedanke von dir immer nur dann sein kann, wenn du ihn denkst und er wird so sein, wie du ihn dir denkst. Entweder bewunderst du den Gedanken oder du lehnst ihn komplett ab. Ja. Aber selbst das, es ändert nichts daran, dass du ihn jetzt erst einmal denken musst.
um dir dann zu denken, der ist gut oder der ist böse. Genau. Weil du deine Aufrichtigkeit, deine Einseitigkeiten mit aller Gewalt am Leben erhalten willst, bist du damit beschäftigt, dich zu entheiligen. Wenn du jetzt dir angewöhnst, nur zu schauen, was ist, du schaust einfach deine Informationen an. Und du wertest die nicht mehr. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Es ist einfach nur der Moment, der jetzt da ist. Und dann erkennst du, dass der Moment jetzt verändert wird. Immer wieder jetzt. Bild, 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 Gedanke, Gedanke, Gedanke. Das ist die Quantisierung. Du wirst merken, auch der Planck, all das Zeug stimmt ja. Mhm. Schauen wir mal uns diese Boltzmann-Konstante an. Ich habe ja gesagt, wir brauchen hier diese Boltzmann-Konstante hier unten. Mhm. Ja. Jetzt schauen wir mal die Sprache und was mit der Vatersprache passiert. Ich spare mir jetzt, hier den Boltzmann aufzufächern, den kann man natürlich auch, das hast du nämlich hier in einer Welle, wenn ich das mit 70 schreibe. Genau zuhören, ist eine physikalische Konstante, die in der statischen Mechanik eine zentrale Rolle spielt. Du liest jetzt das ganz einfach, hast du jemals diese Worte genauer angeschaut? Da ist das erst einmal statisch, wenn wir jetzt ins Lateinische gehen, das heißt stehend, feststehend. Mhm. Eine Konstante ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil da etwas zusammengeschmissen ist an einem Standpunkt. Mhm. Aber interessant ist, da steht der Statist, siehst du? Mhm. Da ist hier ein Statist. Mhm. Was ist eigentlich ein Statist? Der Statische ist Bild, Bild, Bild. Und sobald du an denkst, ist es ein Statist, der bewegt sich, die Figuren auf dem Bildschirm bewegen sich nicht. Das ist eine Illusion. Aber interessant ist das Wort Ischen. Ischen heißt nämlich hier ganz definitiv leicht schlafen. Leicht schlafen und etwas, was ich hinträume. Mhm. Drum sind dieses Altsein, das Alternieren, kommt von Entschlafen. Aber wenn doch End die Vorsilbe des ins Gegenteil kehrt, heißt es doch wach werden. Die Entschlafenen in der Bibel sind die, die wach werden. Es gibt natürlich welche, die immer wieder aufs Neue einschlafen. Das kommt übrigens von der Radix Shin und He, die ich tausendmal erwähnt habe. Und das ist jetzt das Wort, das erste Mal wird als Ja übersetzt. Wobei Ja, denk wieder an die Uhr. Der göttliche Schöpfer und seine wahrgenommene Berechnung. Der göttliche Schöpfer ist der, der alles verbindet. Das ist das U vorne, UHR. Die Uhr haben wir doch am Anfang schon gehabt, glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich das ja, in dem war, wo wir ausgeschaltet haben. Schlaf. Ändern, anders sein, lernen, nochmal tun, verschieden sein, wiederholen. Jetzt aus diesen Worten ein einziges Ding machen. Wenn du schläfst, wirst du zu einem anderen. Du fängst im Schlaf nämlich an, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Dann bist du wer anders. AND heißt übrigens, ich werde auf- und abschwingen. Mhm. Ich betone das immer wieder, auf Hebräisch jetzt. Absolutes Hebräisch heißt A, die Buchstaben A, N, D, imperfekt gelesen, Vorsilbe heißt, ich werde hin und her auf- und abschwingen. Mhm. Wir machen hin und her oder auf und ab. Das ist das Kreuz. Okay, jetzt kommt, du änderst ständig deine Information. Das ist, weil deine Gedanken werden das Auf- und Abschwingen sind erweckte Existenzen. Aber jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und das lernst du jetzt in einem gewissen Maß, indem du das immer und immer wieder wiederholst, immer wieder wiederholst, solange bis du das Prinzip durchschaut hast. Das ist übrigens unsere 0 plus 1 minus 1. Mhm. Und da steht jetzt unten steht Gott. Das ist die 10,5. Das ist Ja. Die Kurzform von Gott. Die 355 sind in der Physik sehr wichtig, von den Tagen her, aber das wird jetzt zu weit gehen. Was interessant ist, ist das Verschiedensein. Da steckt das Wort Eden mit drin. Verschieden sein. Mhm. Wenn einer verschieden ist, ich bin doch ein anderer wie du. Lass die Toten ihre Toten begraben. Die, die tot sind, sagt man, das sind die Verschiedenen. Die Verschiedenen sind die, die meinen, die sind verschieden. Es ändert nichts daran, dass du aber der eine bist, der sich die ganzen Deppen ausdenkt. Du bist es. Ich erkläre es den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der sich die Brösel, der sich alles ausdenkt, der sich eventuell, jetzt erschaffen wir mal eine Erdkugel in unserem Kopf. Wo war die ganze Zeit? Glaubst du, du bist der Säugetier auf dieser Kugel, die du dir jetzt denkst? Es sind Seinsmöglichkeiten, die immer nur für einen Moment existieren, wenn sie von dir gedacht werden. Das ist die neue Welt, das ist die Verwandlung. Und wenn das jetzt nicht nur logisch erscheint, sondern installiert ist, werde ich in dir Wunder auftauchen lassen, dass dir schwindlig wird. Schinwindlich. Schinwindgeschwindigkeit. Wind und Ruch ist Geist. Die Windgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit, das ist eigentlich nur, geht nur
Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt eigentlich gar nicht. Bei Lichtgeschwindigkeit ist alles hier und jetzt. Auch eine heilige Religion, die Naturwissenschaft, aber nicht mit dem geistlosen vorgestellten Geschwätz deiner Physiker, die du dir ausdenkst. Du musst der Erste sein, der das begreift, und du bist der Erste. Du hast es nur vergessen, darum sage ich bin du. Ich behaupte, ich bin der Erste. Jetzt sage ich, du bist der Erste. Ich und du sind dasselbe. Der vom Bücherregal steht und die ganzen Bücher kennt, in- und auswendig, weil er sie erschaffen hat, und der Geist, der zum Lesen anfängt, dass er wieder was erlebt, der sich in einem Buch in einer Rolle verliert, das ist derselbe Geist. Das ist ICH und JCH. Das ist das Spiel. Das ist unser Ischen. Wir waren ganz definitiv hier halt bei der Boltzmann-Konstante. Wir waren der Statist, der jetzt zum Schläfen anfängt, Ischen, statistischen Mechanik. Wir schauen uns das Wort Mechanik an. Da ist hin, sagst du mal, das Ani K. Mhm. Ani ist dein blaues Ich. K am Ende heißt dein. Wir schauen uns das ganz kurz an, was übrigens auch Schiff heißt. Shi heißt das Geschenk von zwei Facetten. Ja. Das ist Wellenberg und Wellendal. Und das Ani bin ich und das Kaffee am Ende heißt dein, das heißt dein Ich. Das ist jetzt hier nicht, weil das ein Satz ist, das ist dein Ich, okay? Aber was ist vorne, kleinen Moment, wo wollte ich denn hin? Das Mech. Das Mech heißt ganz einfach Gehirn. Das ist das M-Chat. Das ist es, eine Kurzform, kommt eigentlich von Moch, kannst dann reinschauen. Das ist dein Gehirnschmalz. Dieses Fee, ganz interessant, schau mal. Fee, wenn wir jetzt in die Chemie gehen, dann ist das ist Eisen. Das ist das Element 26. Und das TT, was ich immer, da mache ich 2x400 ist Pi, die 2400er. Dann haben wir diese 26 ist Pi, das ist die Weisheit Gottes, ist Jahwe. Wir können auch 2,9 setzen, dann kriegst du das Wort Ich, das bin ich. Ich bin nicht dieses Gehirn. Geistlose Menschen machen. Mech gehören ihr persönlichen Beschwörungen und Verfluchungen des Meeres ohne Gott. Das ist Ella, blau gelesen. Okay, dann haben wir hier ganz schlichtweg und einfach bei der Mechanik heißt es ein Gehirn. Das Gehirn ist dein Ich. Und du bist der Statist, der anfängt zu träumen und alles zu wiederholen. Und dabei spielt die Mechanik, dieses Gehirn eine zentrale Rolle. Aber jetzt haben wir das Problem im Zentrum, Kentron, der Ochsenstachel. Ja. Das ist im Hebräischen das Wort Lamed. Mhm. Ja. In einem Zentrum kann sich nichts drehen, weil da braucht man einen Radius dazu. Und das führt uns jetzt hierher. Sie funktionieren wie An- und Ausschalter, die kombiniert zur logischen Schaltung. Das ist jetzt übrigens hier die 1 und die 0 von der DVD. DVD heißt David. Mhm. Das ist dein Freund, dein Geliebter, und das ist ein großer Geros. Der Geist von Jesus erweckt das Esse, das Akkol, alles. Bist dabei? Wieso? Ganz einfach, weil Esse, das Essen selber, im Hebräischen schreibt sich Akkol und das heißt, ich werde alles. Das ist ohne Feeling. Das ist Vorsilbe, Kol ist alles. Die Gesamtheit. Der Schöpfer ist alles. Mag ich nicht, gibt's nicht. Verstehst du? Das mag ich nicht, das esse ich nicht. Esse im Lateinischen ist übrigens Sein. Jetzt können wir das Sein wieder rot und blau schreiben. Bewusstsein ist nicht existieren oder Raumzeit ein. Das esse ich nicht, das esse ich nicht. Holo Feeling sagt, nein, du bist alles. Jetzt bitte genau zuhören. Als Jesus habe ich gesagt, ganz klipp und klar, nehme ein Holz. Das ist das hebräische Wort für Holz. Das ist einfach nur eine augenblickliche Geburt. Das ist das Holz. Eine augenblickliche Geburt. Haol, übrigens hast du wieder eine hochgehobene Welle. Man nehme ein Holz und spalte das Holz, diese augenblickliche Geburt, und du siehst mich. Schau das kleine Bild an. Etz, eine augenblickliche Geburt. Spalte das Holz und du siehst mich. Schau einen Stein an. Das hebräische Wort für Stein spricht sich übrigens eben. Das ist der Stein.
Eben, und du siehst mich. Plus minus 5 ist 0. Das ist das Geheimnis von Jove. Deutsch Ivri ist untrennbar verbunden. Und ich kann immer nur darauf hinweisen, ich mache jetzt wirklich Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Diese zentrale Rolle, du spielst eine Rolle, aber du bist immer das Zentrum und alles spielt sich in dir selber ab. Darum ist auch dieser Typ, der hier Max Planck, das hast du übrigens vom Bruder, wenn wir es hebraisieren, und Bella, hebraisiert heißt das Wunder. Jedes, das wird ein absoluter Klartext. Jede Kleinigkeit, übrigens auch diese Zahlenfolgen, wenn ich jetzt Zeichen einsetze, wird ein Klartext. Das heißt, du musst dir hier nicht so viel denken, zerdenken. Schau einfach, was jetzt ist. Das ist das Einzige, was ich fordere, werde der, der seine eigenen Informationen anschaut, ohne die Informationen zu werten, zu bewerten, in Form von Eigenschaften oder von richtig und verkehrt, diese Informationen zwanghaft in Raum und Zeit zu verstreuen. Du schaust, was jetzt da ist. Das ist das Einzige, was ich will. Dazu brauchst du kein Wissen, dazu musst du Bewusstsein sein. Und den Rest mache ich für dich. Und solange du wieder der, was der werdet, entheiligst du dich. Der nicht bewiesen wurde. Also die Schmuggler ist etwas, was man gar nicht beweisen kann. Was soll denn der ganze Geist? Jetzt diese Aufbau mit ihren Teilchen, diese Beschleunigung, das, was die sehen, die klotzen auf Computerbildschirmen. Du schaust einfach, was da ist. Dann siehst du, wenn du ein Fußballspiel anschaust, auf dem Fernseher. Du bist der, der fernzieht. Dann schaust du hier ganz einfach Network, den alten Kinofilm an, die in die Röhre klotzen. Das ist eine Lüge, eine einzige Lüge. Was auf dem Monitor ist, ist nicht das, was jetzt da ist. Es ist das, was du dir aufgrund dieser Reizauslöser ausdenkst. Die Welt spricht zu dir in jedem Moment. Schauen wir uns da mal rein, zuhören. Seit Albert Einstein wissen wir, dass Gravitation nicht... Das ist übrigens der Startpunkt 11.26, das heißt der Schöpfergott ist Jahwe. ...anderes ist, als die Krümmung der Raumzeit... Da kommt der Malus wieder. Im All heißt übrigens von Gott, ist die aufgespannte Raumzeit. Du bist Gott und du spannst um dich herum alles, was du dir ausdenkst, auf. Und zwar spannst du das auf in der Kamera, in deinem Gesichtsfeld. ...Zeit, die verursacht wird durch Masse. Weshalb sich Objekte im Raum scheinbar magisch was aufeinander... Was ist Masse? Ganz interessant. Was ist Masse? Masse ist kein Gewicht. Masse ist rein physikalisch was ganz was anderes. Habe ich reichlich erklärt. Einfach die Physik im Nullpunkt Gottes lesen. Was aber viel interessanter ist, wenn ich jetzt das Masse oder Messe. Du merkst, dass das Messen und die Masse eigentlich, wenn ich weiß, dass die Fokale austauschbar sind. Wir machen das einmal mit der 70, dann haben wir wieder unser Esse. Da kommt das Ischen her. Das ist das hebräische Wort für etwas in sich selbst aktivieren. Und jetzt hast du schon die vier Phasen im Einheitskreis. Ein aktiv ak heißt eben jetzt, nur jetzt, hier und jetzt sind vier immer gleichzeitig da. Plus, 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 minus, 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 plus. Und jetzt fängst du an, eine Facette davon auszuführen. Das passiert, wenn du den Sinus herauskonstruierst aus diesem einen Kreis, wo übrigens, und jetzt kommt das Plus und das Minus, wo der große Kreis des Uni ist, in dem sich alles befindet. Das große Sinus 1 ist 1 Quadrat, 1 durch. 1, 1 durch 2, 1 durch 3, das wären jetzt die Kleinen und der Kleinste ist eigentlich dann der Größte. Die Kleinsten werden die Größten sein. Der Nichts, es ist alles das Gefäß, in dem sich alles befindet. Dieses Gefäß, den hat man doch gerade. Das heißt übrigens ausführen, machen, tun, handeln. Das spricht man übrigens im Hebräischen, je nachdem, welche Fokalisation du benutzt. Esse oder Asse aus. Und wenn wir da ein M davor setzen, von. Jetzt sagen wir, kann ich das Messe oder Masse lesen? Dann wirst du der Aktivierende, der eine Frucht bekommt, Chedi, sich selbst in Schrecken versetzt. Ein Geschehen ist eine Handlung, das, was du erlebst, ist das, was du selber in dir erschaffst. Du bist ein Gott. Eine ganz einfache Sache, jeden Gedanken, den du denkst, erschaffst du in dir eine Information. Die simpelste und einfachste Erkenntnis der Welt. Dazu bewegen und die Geschwindigkeit der Zeit sich verändert. Newton hat... All das sind Sachen, von wo nach wo soll was fliegen, wenn du das träumst. Wenn es doch immer nur hier und jetzt sein kann. Du kannst dir das unterschiedlichen Orten hindenken. Gravitation einfach als Kraft zwischen zwei Objekten gesehen.
Der Raum. Das ist übrigens ganz interessant, in der Formel bin ich darauf eingegangen mit der Gravitation. Das ist ja nur die Schwere, schwanger sein, Gravitatio. Du schwängerst dich mit deinen eigenen Glauben und erschaffst in dir, deine Kinder sind deine Ausgeburten. Die ganze Menschheit, die du dir ausdenkst, so wie die ist, sagt wesentlich mehr über dich aus, wie über die Welt da außen. Und das sind jetzt Kugeln. Kugel, Kegel. Kegel ist Kreis und Dreieck, Kugel ist rund. Kann man noch wesentlich mehr andere Sachen machen. Wichtig ist, da wird von Massepunkten gesprochen, dass eigentlich Masse, dass man immer nur sich in einem Punkt, an einem Punkt befindet und nur ein Punkt ist, bis du dir einen gewissen Radius ausdenkst. Dann haben wir schon wieder das nächste Problem. Ist flach und wir haben hier zwei Massen und die... Flach ist das Wunder einer Kollektion. Das ist ganz einfach, schlichtweg, das ist unsere Aleph Radix, wenn ich jetzt hier dieses BLR nehme, das ist flach. Das ist das Wunder. Da haben wir schon hier Unde und da und eine Wunde, du machst was auf und flach ist ganz interessant, wenn ich einen Chat dranhänge. Das hebräische Wort gibt es nicht, das macht aber nichts, weil wir das in zwei Radixen aufspalten können. Dann haben wir ganz was, dass da mal hier die Weisheit ist, das Licht. Flach ist der Bruder. Das Licht in dir bin ich. Jetzt wollen wir uns einfach einen Diaprojektor nehmen, so, du bist die Lampe im Projekt und ich bin die Energie, die dich zum Leuchten bringt. Das ist die Erleuchtung. Halt. Würden sich nicht aufeinander zubewegen, wenn keine Kraft zwischen diesen beiden... Das muss genau aufpassen. Das ist die Anziehungskraft der Massen. Es ist die Vorstellungswelt der Physiker ist zwar irgendwie logisch, aber es entspricht nicht der Tatsache. Es geht hier darum, jetzt beschreibt er ganz genial diese Raumkrümmung, die der Einstein angeblich entdeckt hat. Nochmal, der Einstein ist jetzt in dir drin, weil du ihn denkst und der Einstein wird so sein, wie du mit dir denkst. Und wenn du sagst, dieser geniale Physiker, der hat die Relativitätstheorie entdeckt, dann äffst du einfach nur nach, was weißt du von der Relativitätstheorie. Ich werde dir beweisen, dass keiner deiner Physikprofessoren auch nur ansatzweise verstanden hat, worum es geht. Nicht einmal der Einstein, den ich mir jetzt ausdenke. Gedanken können nichts wissen. Sie werden so sein, wie du sie dir denkst. Aber was hier schön ist mit der Raumkrümmung, dieses kleine Beispiel, es geht um was ganz was anderes. Hör mal zu. Massen wirken würde. Das heißt, wir brauchen eine Gravitationskraft zwischen den beiden, damit die sich aufeinander zubewegen. Was hat Einstein verändert? Aus Einsteins Sicht? Der hat den Raum gekrümmt. Jetzt ist aber ganz interessant, dass der Traum, es gibt da außen keinen Raum. Du träumst, es gibt bloß jetzt, aber du hast in dem Kamera Obscura Prinzip vor dir eine VR-Brille auf und dann hast du ein Gesichtsfeld. Das ist wie eine Halbkugel, die sich vor dir krümmt. Aber die Schwierigkeit ist, dass alles einem Punkt zustrebt. Das heißt also, der Punkt liegt jetzt in dem Beispiel unten, in El Hayom, die Gedankenwellen. Und jetzt pass auf. Krümmt die Masse den Raum? Und wenn die zweite Masse jetzt kommt, bewegt sie sich automatisch. Das heißt, alles strebt den tiefsten Punkt zu. Ja. Und wenn ich jetzt die Meermetapher nehme, El Hayom, alles, was in dir auftaucht, fällt wieder in dich rein. Und immer daran denken, ich sage, du musst alles, was da ist, aus die zwei, hast du mal vier machen. Dann denkst du dir, die Quelle allen Seins nach unten. Und dann taucht was in dir auf. Das ist Gott ist unten. In der klassischen Metaphorik ist es aber wie den Materialismus, auch die materialistisch geprägte Religion, die setzen ja Gott, El Hayom, in den Ha'im, El Ha'im, in den Himmel oben. Und dann ist die Quelle ein Seins im Himmel oben, da muss dir was einfallen. Dann muss aber alles, was wieder heimkehrt, wieder aufsteigen in den Himmel. Aber in Wirklichkeit sind es ausgedachte Quellen. Ob ich den Himmel, ich sage das immer wieder, das Zentrum, wieder das heilige Ganze, wird komplett ignoriert. Ja. Weil das etwas ist, was man nicht denken kann. Ein Mittelpunkt, den ich mir denke, den kann ich mir nur denken, wenn ich mir einen Nicht-Mittelpunkt denke. Und es sind immer zwei Seiten oben und unten. Sagst du mal. Und dann wirst du feststellen, es werden 4 Seiten, 8 Seiten, 16 Seiten. Immer wenn du was denkst, ist dasselbe nochmal genau gespiegelt da, im Obskuren, im Schwarzen, im Krishna. In diesem gekrümmten Raum auf die Masse zu. Es sieht für uns so aus. Die Erklärungen stimmen, aber die stimmen dann doch nicht ganz.
Das ist immer ein Rashomon-Phänomen, nenne ich das. Das ist wie in der Gerichtsverhandlung in dem klassischen Film Rashomon, wo du ein und dieselbe Geschichte in einer Gerichtsverhandlung, und das kannst du nachvollziehen, jeder Beobachter erklärt irgendwas anders, weil die Perspektiven anders sind. Mhm. Und dann wird ja auch jeder, der jetzt hier politisiert, einfach immer nur eine Einseitigkeit intronisieren will. Keiner interessiert das heilige Ganze. Ist jetzt rechts richtig oder ist links richtig? Hängel an der Tasse. In der Politik. Jeder will nur seine Seite als richtig ansehen. Und das ist die Quelle von Leid. Die Glückseligkeit findest du nicht, wenn du gesund bist. Du wirst immer wieder Angst, um krank zu werden. Du wirst auch krank werden. Und wenn du krank bist, wirst du die Krankheit vernichten und wirst gesund sein. Und das, was die Heiligkeit ausmacht, das interessiert dich nicht im Geringsten. Du interessierst dich nicht im Geringsten für das, was du selbst bist. Nur immer für Sachen, die du dir ausdenkst. Und dann auch von vielen Sachen immer nur ganz bestimmte. Als ob eine Kraft zwischen den beiden wirkt. Aber was eigentlich passiert ist, die zweite Masse bewegt sich in der gekrümmten Raumzeit geradlinig. Von wo nach wo bewegt sich was, wenn du träumst? Ich sage jetzt ausgedachterweise, jetzt hast du von unten nach oben und von oben nach unten. Das ist aber schon wieder ausgedacht und das drehen wir jetzt. Zweite Drehung und jetzt bist du im Spiegeltunnel und jetzt merkst du, dass alles, was du dir vorstellst, eigentlich sich in dem Zentrum befindet. Das sind ganz simple Metaphern, die alles aus den Angeln heben, was du je geglaubt hast. Und dann alles bleibt stimmig. Auch wenn wir jetzt in die hebräische Tora gehen, ich kann dasselbe machen mit den Upanishaden, mit der Bhagavad Gita im Sanskrit. Mit dem Koran in Hebräisch, ich zeige dir, im Koran steht es genauso drin wie in der Bibel und in den ganzen heiligen Schriften und in den Physikbüchern und in den Chemiebüchern. H2O. Mhm. H2 plus 5 minus 5 ist ein Augenblick. Das ist Wasser. Im klassischen Sinne. Und da brauchen wir jetzt wieder unser Wasser, Hydrogenium, Udo R, der Kopf von Udo. Mhm. Und deswegen sieht es so aus, als ob zwischen den beiden eine Kraft ist. Es sieht so aus. Wer sieht was nach außen? Eins noch. So wie die Katze gleichzeitig wach. Nebenbei, nochmal, wenn ich jetzt Katze, ich mache einfach mal auf hebräische Zeichen K-Z-H. Kann ich jetzt Katze lesen? Jetzt sind wir wieder in dem Endpunkt und das ist immer eine Ecke. Ein Endpunkt. Wir können es auch ein Sub nennen. Mhm. Übrigens wieder 0 plus 1 minus 1. Verborgener wäre das große Geheimnis, der Ausgangspunkt 1, 1. 1 durch, 1 Quadrat. Mhm. Bleibt immer 1 und die absolute 1 des Uni ist nichts. So wie die Katze gleichzeitig wach ist und schläft, kann eine Uhr gleichzeitig langsamer und schneller gehen. Das ist jedenfalls bei der Quantengravitation. Schwierigkeit jetzt, das ist alles vom Tisch, wenn du begreifst, es gibt bloß jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Es ist subjektive Zeit. Rein subjektive, geprägte Zeit in einer Vorstellung. Zeit, tausendmal sage ich im Hebräischen, ist das da mal et, das heißt einfach nur ein Zeitpunkt. Das ist das hebräische Wort für Zeit. Gibt es noch einige andere? Zeit ist jetzt. Jetzt ist nun Existenz und Existenz. Je, jetzt J-H gelesen, ist Gott, der Geburtsgeber in der Mitte und zwei Erscheinungen, Wellenberg, Wellendorf, Spiegel, Hüben, Spiegel drüben. Zur Zeit, zur Form gewordene Zeit. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir haben da noch, wir können Samen ausstreuen. Ja. SMN, Samen, heißt auch Zeit. Ja. Das ist interessant, das ist die Zeit, das ist zum einen ein Einberufen, ein Vorladen, das scheint sich zu widersprechen. Vorladen. Auseinandergeschmissene, geöffnete Schöpfung, ein auseinandergeschmissenes Udo, musst du wieder zusammenbringen, dass du das in dich einladen kannst. Das sind aber nur die Berufenen, dieses Ruf ist Rupp. Mhm. Das ist der Samen, eine von mir selbst hier und jetzt ausgedachte, selbstlosig bestimmter Zeitpunkt. Im Sinn, ne? Dieses NE ist übrigens sehr interessant. Ja. Bild, 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 Bild. Ein Schwang, ein sich verändern. Eigentlich schwankt und verändern sich nur die Helligkeitsunterschiede der Pixels auf deiner Farbbrille in deinem Augen. Das, was in dir auftaucht. Da ist eine komplette Physik im Hintergrund. Und die Zeit, wie gesagt, wenn es bloß jetzt gibt, es gibt dann natürlich nochmal ein Wort für Zeit, das ist Eden. Eden, das Paradies.
das Paradies, die Wonne. Das ist, da beginnt in dieser Wonne des Paradies, haben wir gerade schon gehabt, ist ein Zeitalternieren, aber ein Zeitalternieren in der Transversal mit Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Ja. Dorf mir auf. Es ist gut. Wie auch immer, was ich dir damit sagen will. Ja. Ich kann das nur wiederholen. Es ist jetzt viel Physik ein bisschen. Entweder, wenn man neu geht, es gibt Menschen, die interessiert es überhaupt nicht. Und ich kann immer nur betonen, du musst das nicht wissen. Du musst kein Hebräisch wissen, keine Physik, gar nichts wissen. Es reicht, wenn du weißt, was du bist und was ein Gedanke von dir ist und was eine Information von dir ist. Und dann wirst du feststellen, dass du dir jetzt einen Denker ausdenkst, der sich nie verändert. Das ist das Traurige dabei. Traurig, weil ich gleich, war traurig ist schon wieder so negativ. Und eine ständig verändernde Situation. Stimmt oder stimmt? Jetzt pass auf, einfach zuhören. Ich sage jetzt, ein ausgedachter Denker, das ist der Adam. Denker und Ausgedachtes. Ich habe gesagt, der Denker, ein ausgedachter Denker, der sich nicht verändert, das ist traurig. Das Wort Trauen kommt von Trau, die Verbindung von Mann und Frau. Erst wenn du Mann und Frau, den Adam verbindest, das Männliche und das Weibliche, dann wirst du ein göttlicher Geist, das ist traurig. Traue den göttlichen Geist in dir, traue, verdammt nochmal, vertraue ich Ube. Das ist der einzige, dem du vertrauen solltest, weil alles, was der UB dir jetzt behauptet, der dir das jetzt träumen lässt, kannst du doch sofort überprüfen. Es ist nichts, was du glauben müsstest, blind. Das zwingen die Religionen. Jegliche Art von Religion zwingt dich an, was zu glauben und erklärt dir dann, so reif bist du noch nicht, das verstehst du nicht. Ich sage mit Reife, Reife hat es nichts zu tun. Rei ist übrigens Rai, ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Und Fee haben wir doch gerade schon gehabt, ist Eisen. Ja. Element 26. Ei, A-I sehen heißt den Schöpfergott. Dieses Bewusstsein ist eine E-Existenz. Das sind wir zwei, das ist das Eisen. Wir sehen jetzt den Schöpfergott in uns selbst, etwas, was man eigentlich gar nicht sehen kann. Der widerspricht sich erlaufen. Nein, ich erkläre dir das in einer Vollkommenheit, dass das eine ohne das andere nicht geht. Und schon das deutsche Spiel der Sprache, dieses Deutsch, wenn ich immer das deutliche Auslegen, das Lösen von Rätseln, das funktioniert nur in dieser Kombination in deiner Welt. Es gibt unendlich viele Welten und ich kann, wie gesagt, ich kann ein Basic-Programm, das mit Basic-Logik arbeitet, mit dem H-Betriebssystem arbeitet, mit dem einen einzigen Buchstaben, kann ich nicht erklären, was Windows ist, was das Wort Haus bedeutet. Du musst erst einmal wissen, dass dieses H deine Vorstellung von richtig noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Und es ist übrigens auch, wenn du dann für den Buchstaben ein Wort kriegst, das Wort Haus, ist es auch noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss, weil den musst du mir wieder, dieses Wort musst du mir doppelt aufgespatten, dort musst du mir wieder opfern und dann kriegst du einen Satz von mir. Du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt, hier und jetzt, in diesem Moment wohne, wo ich meine Heimstatt gefunden habe, auf ewig. Jetzt, wenn ich aber sage, dass ich du bin, hast jetzt du die Heimstatt in mir gefunden oder ich in dir? Es ist eine Frage dieser vier Ich, an welches Ich denkst du dann? Dann musst du wissen, was diese vier Ich sind. Und es ist alles, was wir jetzt machen, ist Hirnwichserei. Jetzt ist natürlich dieses Wichsen, wo kommt jetzt das Wichsen, ist ganz interessant, du wirst feststellen, das hat was mit Wach. Sehen, mit Wachsen, mit Einwachsen zu tun. Und das führt dich zwangsläufig zu dem Bewusstsein Gottes, der eigentlich der Sohn Gottes ist. Das nennen wir Es Alben. Das griechische Wort dafür ist Christus. Ja. Das Bewusstsein Gottes als Es Ben ist der Sohn. Ich bin dein Bewusstsein. Das klingt jetzt irgendwie komisch, weil ich eigentlich du bin und ich sage, du bist Bewusstsein. Bewusst Es Ein hast Bewusstsein ist nicht existierend. Das heißt, du bist es nichts im Hintergrund von allem, was du dir ausdenkst. Ich nenne das auch gern Holophilie. Das Gefühl, alles zu sein. Wenn du ich bist, sagst du, schau ein Holz an und du siehst mich, wenn du das spaltest. Du kannst einen Stein anschauen, einen Baum, ein grünes Mastmännchen denken, dann bist du ein grünes Mastmännchen. Das ist die Welle, die jetzt da ist, in dem Moment. Die wird aber mit dem nächsten Gedanken zerstört und dann bist du halt der Gedanke oder der Gedanke. Ich bin all meine Gedanken. Der immer ist, das ist El Hayom, El Him.
ist all seine Wellen. Er wird nie sagen, die Welle bin ich und die Welle bin ich nicht. Das bedeutet Holofeeling. Und dieses Wissen, wenn du jetzt installierst, du Geist, nur du Geist kannst es verstehen. Bemühe dich bitte nicht, irgendeinem Menschen einen Gedanken, den du jetzt denkst, zu erklären. Du kannst einer vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was Ewigkeit bedeutet. Ich mag es jetzt wieder so. Das ist im Hebräischen einfach nur Jud, eine intellektuelle Öffnung, 5. Das ist nochmal eine. Wir brauchen zu dem Wellenberg 5, brauchen wir nochmal 5. Das nennt sich dann übrigens Jodim. Die 2 Fünfen. Und ich bin der 10. J-H-B-H. Und wenn ich es jetzt das so mache, ich kann diesen Erscheinungen nicht erklären, dass ich sie jetzt erschaffen habe, den Wellenberg und das Wellendal, und dass sie nur deshalb sind, weil ich die jetzt ausdenke. Jetzt mach das selber mit dir, spiel, denk an deinen Körper, halt die Hände hin, mach die auf und zu, und du wirst feststellen, die machen das. Die machen auch, wenn du Parkinson sagst, machen die sogar Sachen, die du nicht aussuchen kannst. Es ist mit all deinen Denken, du kannst dir noch nicht raussuchen, was du denkst, du kannst aber versuchen, dich erst einmal auf das zu konzentrieren, was du selbst bist. Nämlich der Mittelpunkt, um den sich das herum alles abspielt. Ja. Jetzt muss ich dann doch nochmal einschalten. Ich hoffe, ich habe es nicht weggeschalten. Jetzt kommen wir nämlich, ich sage, du bist der Quantencomputer. Pass auf, was jetzt passiert. Computer. Ich habe gesagt, diese Reihen von 1 und 0, das ist jetzt übrigens der Morsecode. Strich, Punkt, Strich, 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 Punkt, wie man es setzen wollen. Eine gewisse Kombination von Punkten gibt dann Buchstaben, das war unser H. Eine gewisse Menge anderer Kombinationen gibt dann andere Buchstaben, die ein Wort ergeben. Wieder zusammenhängen, gibt es einen Satz, gibt es einen Absatz, ein Buch. Das ist einfach eine statische Reihe von einer DVD. Jetzt kriege ich dieses Wort in Verbindung mit dem Computer, wenn ich weiß, was ein Morsecode ist, mit dem Bündchen und Strichen eigentlich eine komplett neue Dimension, die sich öffnet. Dieses im Anfang war das Wort, macht plötzlich auch hier in der Richtung einen absoluten Sinn. Funktionen ausführen können. Klassische Computer arbeiten seriell. Seriell heißt chronologisch. Wir haben festgestellt, es gibt kein chronologisch, es gibt bloß jetzt in verschiedener Komplexität. Wir haben das auf dem Bildschirm, wir haben ein Bild, eine Seite aus einem Buch auf dem Bildschirm, da muss zwangsläufig das Buch im Arbeitsspeicher sein. Ich kann immer nur eine Seite, einen kleinen Abschnitt aus dem Arbeitsspeicher als ein Bild auf dem Bildschirm bringen, aber all die Bilder, die ich jetzt, alle Seiten, die ich zur Anschauung bringe, befinden sich gleichzeitig auf dem Buch etwas weiter gedacht. Es ist eine Filmdatei, jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, ist eine Facette von den Filmbildern, die den Film ausmachen. Mit einem chronologischen Ablauf in der Transversalen hat es nichts zu tun. Das nennt man ein serielles Aufarbeiten, weil du denkst dir, dass die Bilder wie in einer Filmreihe von der Vergangenheit in die Zukunft fließen, was gar nicht der Fall ist. Ich behaupte, jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, ist jetzt. Und jedes neue Bild zerstört es. Aber diese Bilder, die auftauchen, die werden gar nicht zerstört, weil wir die Bilder, wir fokussieren uns in diese Datei rein, so wie wenn du jetzt die Tasten abrastest oder die Worte in einer Buchseite abrastest. Für dich existiert nur das, was du anfokussierst, das heißt, was jetzt da ist. Zum Beispiel die optimale Route in einem komplexen Straßennetzwerk zu finden, würde ein digitaler Computer jeden Routenabschnitt nacheinander berechnen. Zwar sehr. Das ist jetzt sehr fehlerhaft, das heißt immer, du kommst an einer Kreuzung, und ich sage, du musst eine Entscheidung treffen, gehe ich da, da, da oder da. Dann kommst du an die nächste Kreuzung und das heißt jetzt, der muss die durchrechnen, das tut er in einen Speicher, dann tut er den Weg durchrechnen in einen Speicher und das macht er dann in jeder Kreuzung. Das muss alles nacheinander berechnet werden und dann vergleicht er die Speicherinhalte, die aufaddiert werden und die, wo im kürzesten Weg ausgibt, das war dann ausgegeben. Und das ist jetzt eine lange Reihe von Rechenprozessen, die jetzt ausgedachterweise chronologisch zeitlich nacheinander verfolgen und wenn das dann alles durchgerechnet ist, vergleicht man diese Ergebnisse der einzelnen Wege und die, dann wird der kürzeste Weg ausgegeben. Schnell, aber dennoch nur einen nach dem anderen. Ein Quantencomputer ist dagegen ein Multitasking-Meister. Er würde parallel alle möglichen Routenabschnitte gleichzeitig berechnen und die perfekte Route im Nu finden. Man sagt ein Parallelrechner und da schwingt immer noch Zeit mit. Ich mache jetzt einmal eine Aussage aus einem wissenschaftlichen Video über Quantencomputer, wo es heißt, wenn wir jetzt die Quantencomputer weiterentwickeln, wird es einmal einen Quantencomputer geben, dass wenn du alle Computer, die du dir jetzt auf die Erdkugel denkst, jetzt
2022. Ich rede von allen Personalcomputern, allen Handys, allen Heimcomputern, alle Großrechner an Universitäten und Forschungslabore. Wenn die alle ein Problem, ein großes Problem berechnen, was die in 2 Jahren berechnet, schafft dieser Quantencomputer in 3 Sekunden. Das ist eigentlich schon ein großer Fehler. Er braucht überhaupt keine Zeit, weil es ein Parallelrechner ist. Wie das funktioniert, wie die sich jetzt das vorstellen, ist wieder die Falle, so wie man sich eben auch Licht. Du hast da ganz klare Vorstellung, wieso sich ein Baum bewegt, wenn du zum Fenster rausschaust. Weil der Wind geht. Und du weißt, wieso ein Schatten da ist, wenn die Sonne scheint oder der Scheinwerfer an ist. Das ist aber logisch. Du bist so programmiert. Das kann ich alles simulieren in einer simulierten Welt auf der VR-Brille. Im Hintergrund ist eine Berechnung. Diese Logik baut eine Welt auf, auch den menschlichen Körper. Und es baut auch auf, was für dich gesund ist, angenehm ist oder unangenehm ist. Das macht dein Programm. Ich sage, es ist Austauschbar. Denk an die Sadisten und an die Masochisten. Es wird für dich so sein, wie dein Programm dir das aufzwingt. Es zwingt dir auf, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Es zwingt dir auf, an wen du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Es zwingt dir auf, was gesund ist und was krank ist. Hättest du ein anderes Programm, sage ich immer wieder, wären vielleicht Pfifferlinge und Steinpilze hochgiftig. Und du könntest Fliegen und Nollenblätterpilze und Salzsäure trinken und es wäre eine Köstlichkeit. Es hängt von deiner Programmierung ab. Am Anfang ist es Wissen und das Programm, das macht die Bilder. Jetzt schauen wir uns den Parallelrechner an. Das heißt, dass alles gleichzeitig berechnet wird. Wie soll das passieren? Wie soll das funktionieren, dass es gleichzeitig ist? Es ist doch alles gleichzeitig da. In Gott ist alles hier und jetzt. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Egal, was wir aus dem Punkt heraus entfalten, was wir uns ausdenken aus dem Internet. Wenn du ins Internet gehst, hast du mal dieses Internet, das ich für Gott symbolisiere, für dich, dass du es mit Basic-Logik verstehen kannst, ist alles gleichzeitig, alle Internetseiten. Und du selektierst jetzt irgendeine aus, zum Beispiel die Internetseite YouTube, und dann selektierst du von YouTube ein allereinziges Filmchen und dieses Filmchen hat eine genaue Adresse und da wirst du feststellen, dass meinetwegen nach 52, bla bla bla, da werden ja nur die Sekunden anzeigt, genau genommen sind aber da noch Einzelbilder, du kannst es noch unterstufen, du kannst zwar immer nur sekundenweise springen unten an deinem Reiter bei dem YouTube-Video, aber das sind ja nochmal innerhalb einer Sekunde nochmal Frames, Einzelbilder. Kannst du jedes einzelne Bild, das jetzt ist, ansteuern. Und wenn das Ding läuft, ist auch jedes Bild jetzt. An Zenon-Denken, an Anfang-Denken dieses Dings, da gibt es keine Bewegung. Ob ich jetzt 20 Bilder, 60 oder 100 Bilder in der Sekunde laufen lasse. Eine Sekunde ist eine Welle. Und jede Welle taucht jetzt auf und verschwindet jetzt. Und wenn ich sage, jedes Bild ist jetzt, das ist der Pfeil von Xenon, ist es eine Nichtbewegung und 1000 Nichtbewegungen im Jetzt sind immer noch keine Bewegung. Es ist eine Veränderung des Jetzt. Ja. Denn ein Quantencomputer arbeitet nicht mit klassischen Bits. Sagst du mal, Bi auf Hebräisch heißt in mir. Und das T kannst du jetzt als 400 setzen, dann heißt es, in mir ist eine Erscheinung oder in mir ist eine Spiegelung, wenn wir es mit 9 machen. Wir können das Bi griechisch lesen, dann heißt es, in mir sind 2 Spiegelungen oder Erscheinungen. Jetzt musst du aber noch wissen, dass im Altgriechischen den Buchstaben B zwar gibt, aber der wird nicht B ausgesprochen. Bin ich schon mal drauf eingegangen. Ich mag es extra nochmal, dass ich sage, du kannst jetzt alles, was ich sage, kannst du überprüfen. Schauen wir das mal ganz kurz an. Viel Geschwätz wieder über Vergangenheit und Zeug und War. Alles Schwätze, jeder, der dir was erzählt. Oh, nee, wir müssen das Alphabet machen, Entschuldigung. Du musst das genauer dir anschauen. Griechisches Alphabet, ist das da? Oh, das soll es offensichtlich nicht sein. Waren Buchstaben drin. Habe ich einen Dreher drin gehabt? Falsche Buchstabe. Haben wir doch schon. Falsche Buchstabe. Ich komme jetzt, ich fange zum Schwächeln an. Danke. So, jetzt schau her. Altgriechisch, ich sage immer, Altgriechisch und Neugriechisch sind 2 verschiedene Welten. Da haben wir das Alpha, der Buchstabe Alpha, und da haben wir das Beta. Interessant ist,
Die Schreibweise ist zwar better, sehr interessant, wenn wir das jetzt wieder machen. Das da ist nämlich der Wachraum. B da heißt im Wachraum, wenn ich es hebraisiere. Ja. Im Wachraum. Es wird im Neugriechischen wird es wieder ausgesprochen. Das B wird es, das haben wir übrigens hier bei uns, wenn du schaust, das B unten, wenn du da unten jetzt hinschaust, ich zeige das immer wieder, ist B, W und V. Ja. Jetzt wird es entweder bistabil erweckt. Das ist dieses V in dem Wort Ferl. Wir stellen das auf der Spitze und es fällt automatisch nach rechts oder nach links. Du denkst dir jetzt etwas in die Zukunft, dann vergisst du die Vergangenheit oder du denkst dir was in die Vergangenheit und du denkst es dir, fällt dir die Zukunft. Es fällt immer die Seite. Du schaust nach vorne, es fällt dir hin. Du schaust nach oben, es fällt dir unten. Du denkst an hell, dann fällt dir dunkel. Du denkst an gesund, dann fällt dir das krank für die Heiligkeit. Das macht das B, das B. Zwei Erscheinungen brauchst du, um eine Mitte, These, Antithese, Synthese zu kriegen. Wir können jetzt übrigens auch diese ganzen Namen durchgehen, dieses Alpha, dieses Bä. Schau mal, was da in dem Bä drüber ist. Siehst du das? Eine kleine Schlangenlinie, das ist das Edda, das ist hier dieser Buchstabe. Da heißt Wachraum. Gamma, da kriegen wir unser Gimmel. Das ist die Einstein-Formel, hängt da schon mit drin. Ich lasse all das, was in Büchern steht, drin, bloß ich mache eine Ganzheit raus, eine absolute Ganzheit raus. Wo waren wir jetzt am Schluss? Ich habe den Faden verloren mit dem Alpha. Der Speed waren wir. Ja. In der Boche Lustgefühl. Jetzt habe ich den Faden, jetzt bin ich voll außen. Gach, da, Quantenmechanik. Ja. Der Speed. Da haben wir jetzt schon in mir, sind zwei Spiegel und das V in dem Beat im Altgriechischen, Gri ist übrigens GR, ist das, was dir fremd erscheint, der Reisende, ist entweder rechts oder links, oben oder unten, das ist 1 oder 0. Aber der Witz ist, es ist ein V, beide Seiten, es ist immer nur für dich ein sichtbar. Sondern mit Quantenbits. Aber jetzt kommt unser Qua, unser Quantenbit, unser Qua ist das affin aufgespannte, das sind plötzlich kurz Qubits. Sie können zum Beispiel durch die Spin-Orientierung eines Elektrons gebildet werden. Jetzt hast du mal klar sein, jeder Physiker sagt dir, dass noch nie ein Physiker ein Elektron gesehen hat, aber alle wissen genau, wie es funktioniert, wie es ausschaut. Warum? Weil man es dir erzählt hat. Dieser Satz, wenn ich sage, alles, was du nicht beschwören kannst, weil du es nicht selbst erlebt hast, mit eigenen Augen gesehen hast, natürlich immer nur jetzt. Du kannst nicht beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest, wobei jetzt das Problem schon wieder ist, dann denkst du an einen Säugling, das ist schon wieder ein Gedanke, ich rede jetzt mit einem Geist. Wo kommst du Geist her? Du kommst nirgends her, du bist immer. Ohne Anfang und Ende. Und jetzt ist es so, dass dieses Qubit, schau, jetzt wird schon ein KRIS gebildet, wie ein Spiegelbewusstsein, und jetzt wird hier ein Pfeil gemacht, ein Radius in irgendeine Richtung, und die behaupten jetzt, dass in diesen Elektron, L ist übrigens Gott. Eck heißt eben jetzt nur bloß hier. Wir können das genau durchgehen. L ist Gott. Das heißt auch Gott, die Kraft, die Macht und nichts. Haben wir zigfach gesagt. Interessant, ich kann das natürlich auch mit der 70 schreiben, dann ist es das hochgehobene Joch. Jetzt haben wir unsere Gedankenwelle. Eck, ganz einfach LF Kaff. Heißt eben nur flackernd, ab, auf, erweckt, flackernd, eben, jetzt. Räumlich, zeitlich flach, eben zeitlich ist flach, das ist die Nulllinie. L, Eck, Thron, DR ist die Reihe. Jetzt schaltet sich eine Reihe an. Reihe, hier hast eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt sind wir in unserem Spiegeltunnel, das ist das Elektron. Es wird komplett mit der Sprache erklärt. Und jetzt machen wir einen Radius und jetzt hat der Radius einen Spin. Ich sage, das ist ja Blödsinn, das Elektron ist das da mal ein Punkt. Und dann denken wir uns jetzt schon eine Richtung aus. Jetzt sind wir wieder beim Pfeil, die Stochastik. Und da, wo du hinsitzt, du wirst immer das kriegen, was du dir ausdeckst. Aber jetzt ist das Problem, dass wir diese Verneinung haben. Ich will ja gesund werden. Ich sage, es verwirklicht sich dein Glauben. In dem Moment, wo du gesund werden willst, bist du krank. Weil das, was du willst, hast du ja angeblich nicht. In dem Moment, wo du dir irgendwas wünschst, ich wünsche mir einen Computer, glaubst du ja, dass du keinen neuen Computer hast. Ich wünsche mir einen Lebenspartner, Mann oder Frau, dann glaubst du, dass du das nicht hast. Und ich sage immer wieder, du denkst dir was aus und verneinst es. Das ist eine große Falle, weil verwirklichen tut sich dein Glauben. Ja.
Weiter zuhören. Je nach Spin-Ausrichtung ist ihr Spin. Ich sage jetzt, bewusster Geist, wir Geist und wir Geist sind nur zwei. Wir spinnen bewusst. Jetzt musst du bloß wissen, dass dieses SB schlichtweg und einfach ein raumzeitliches Wissen ist, blau, aber das Bewusstsein der Weisheit, wo sich alles in einem Punkt in der Weisheit, in der Physik ist, das ist das weiße Licht, das aus allen Frequenzen gleichzeitig besteht. Das sind, sagst du mal, die polaren Ecken, die Becken, das ist wichtig, wenn wir in unsere Tetraederstruktur schauen. Und das ist das hebräische Wort für Schwelle. Shin-Welle ist eine logische Welle, die in dir auftaucht. WL heißt doppelt aufgespanntes Joch, das auseinandergeschmissen wird. Ich mit 70 gelesen. Oder ein doppelt aufgespannter Gott. Ist im Prinzip dasselbe. Go, go, TT. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Wie? Die zwei hatten jeweils zu Bi. 800, 800. Übrigens, das ist dann die 860 auf der Zehnerebene. Diese 860 auf der Zehnerebene befinden sich auch diese Schwelle, über die du jetzt musst. Das ist UB. Das 86, 86 und so weiter und so weiter. Da kommst du dann rein, wenn wir die 806 spiegeln. Siehst du das? Ja. Da kriegen wir das ganze Spiel. So, und jetzt pass auf. Wir spinnen. SBI hast du übrigens zu Beginn auch der Spiegel. Das heißt meine Schwelle. Meine Tür, meine Reihe, meine logische Welle ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung und das ist ein Eingangsraum in polare Ecken, in der Tetraederspiegelstruktur. Der Mose, der sich hier den Arsch 40 Jahre aufreißt, da heißt es hier, das können wir im Original schauen, das wird überwiesen, du kannst das ganze Land überblicken, aber du wirst nicht hineingehen. Alle gehen über den Jordan in die Traumwelt hinein und der Mose darf nicht, nein, er muss nicht mehr hineingehen. Und dieses, du kannst das ganze Land überblicken, da heißt es, der Blick in der Spiegelmitte. Wenn du in der Mitte bist, kannst du alles überblicken, du gehst aber nicht in diesen illusionären Spiegelraum hinein, sondern diese ganzen Spiegelungen sind in dir, das musst du spiegeln. Da ist eine hochkomplexe Physik und Quantenmechanik in der Dora mit drin. Man muss das nur richtig übersetzen, wenn man natürlich jetzt wieder einen Theologieprofessor machen, der sich auf seiner geistlos nachgeäfften Grammatik aufgeilt und die Worte entheiligt, wirst du das nie verstehen. Wir waren jetzt nur bei den Elektronen. Also dieses Qubit ist alle Möglichkeiten gleichzeitig. Stand als 1 oder 0 interpretierbar. Das Qubit sind Quanten. Du kannst jetzt den Tag als hell und dunkel interpretieren, aber solange du den nicht interpretierst, ist ja beides gleichzeitig. Du kannst jetzt die Heiligkeit als gesund oder krank interpretieren und solange du das nicht interpretierst, ist beides gleichzeitig, weil es sich gegenseitig aufhebt. Das heißt, es existiert auch dein Körper nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Übrigens nochmal eine Frage, hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Nö. Wo waren jetzt deine ganzen Lungen, deine Vorstellungen, deine Darstellungen, deine Spiegelungen? Die ganzen Sichtweisen, die du dir ausdenkst, das, wenn ich immer wieder hinweise, drum ist diese kleine Radix, wieso heißt es im Hebräischen eigentlich sehen, für richtig halten, gucken, schauen, siehe, da steckt die Ehe mit. Dieses Bewusstsein Gottes ist eine reine Eheexistenz, es ist ein bewusster Adam, der weiß, Denker und Ausgedachtes ist untrennbar miteinander verbunden. Der träumende Geist und seine Traumwelt, das ist der Adam. Sind ein einziger, der ist jetzt aber der Punkt in der Mitte, den wir uns jetzt ausdenken, der eigentlich gar nicht, sondern einen ausgedachten Mittelpunkt. Das Ganze findest du übrigens auch ganz präzise bei HGL, bei Hegel. Das heißt die Welle. Das ist nämlich die Triadenlehre. These, Antithese, Synthese. Diese Synthese, die wir uns jetzt ausdenken, muss zwangsläufig ein Gegenteil haben. Das ist das Spiel, kann man sehr vielfältig in Holofeeling wird es durchgespielt. Und dann kriegst du eben deine Vorstellungen, darum ist es auch die Lunge, deine Darstellungen, dasselbe kriegst du dann mit Rehen, mit der Niere, mit den alten Nieren. Ja. Computern funktionieren, ist möglich, dann. Wenn wir zwei Stück jetzt verknüpfen und jetzt kommt die Sache immer mit der Welle. Ein riesengroßer Druckschritt, eine Transversalwelle breitet sich nicht durch Raum und Zeit aus, sie bleibt ständig im Hier und Jetzt wechselt. Dass die verknüpft sind. Das heißt, sobald ich mir zwei Sachen denke, ich kann immer wieder nur eins anschauen. Ich kann jetzt nur hell sehen oder ich kann nur dunkel sehen.
Das ist das, wo ich sage, das einfache Schrödinger Katze. Die Kiste, die Deba, ist einfach nur eine Kiste. Ich sage, jeder Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, jeder Kopf ist wie eine Kiste. Der entsteht erst, wenn du ihn denkst. Und wenn du ihn denkst, ist das dann mal, da ist nur das Wort Kiste da, die KI. Wird zu einer raumzeitlichen Erscheinung. Und jetzt wird es interessant. Aus welchem Material besteht die Kiste? Wenn ich dich frage, was du feststellst, jetzt musst du dir am Material denken. Und erst dann kriegt die Kiste am Material. Und ich sage jetzt, und was ist in der Kiste drin? Und erst wenn du dir in die Kiste was reindenkst, ist in der Kiste was drin. Dasselbe gilt, was denkst du dir in einen Schädel von einem Trockennasenaffen rein? Da sagst du sofort ein Gehirn. Aber dass du dir auch was anderes reindenken könntest, du hättest die Freiheit dazu, wir müssen nur das Programm verändern. Zwei Schlüsselprinzipien der Quantenphysik. Superposition. Superposition. In dem einen Punkt ist alles an einem einzigen Punkt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Die Verschränkung passiert, dass du dir diesen einen Punkt ausdenkst, auseinanderdenkst. Und jetzt ist plötzlich die Sache da. Das ist jetzt, wir sagen mal, das ist die Erdkugel und 1 und 0 nehmen wir einfach hell und dunkel. Du kannst dir das aber auch ausdenken, dass das gleichzeitig ist. Das ist jetzt ja der Fall. Und Verschränkung. Superposition bedeutet, dass ein Qubit nicht nur den Zustand 1 oder 0 einnehmen kann, sondern 1 und 0 gleichzeitig. Eine Erdkugel kann nicht bloß hell oder dunkel sein, die ist auch hell und dunkel gleichzeitig. Aber das Interessante ist, wer denkt sich das jetzt aus? ERD übrigens, wenn wir hebraisieren, 70-200, 470 heißt einfach nur erwecktes Wissen. Das ist einfach nur das erweckte Wissen. Und alle Zustände dazwischen. Ähnlich und wie ein Kegel kann den Schattenwurf von einem Kreis und einem Dreieck haben und alle Zustände dazwischen. Ein Wischiwaschi von hell, von mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmiger. Ich lege noch eins drauf, wenn wir jetzt einen Keil machen statt einen Kegel, dann kann man sogar noch ein Quadrat projizieren. Mhm. Dann wird der Kreis das Unendliche, das Dreieck ist ein D-Dreieck und dann haben wir unsere 4. Das ist dann alles, sind diese 4. Klar, 4. Koll ist alles und das sind immer 4. These, Antithese, Synthese, ausgedacht und die rote 4, die den Deckel zumacht. Wie eine sich drehende Münze. Solange sie sich bewegt, kann das... Das ist jetzt hier ganz interessant. Pass auf, die Beispiele... Superposition bedeutet, dass ein Qubit nicht nur den Zustand 1 oder 0 einnehmen kann, sondern 1 und 0 gleichzeitig und alle Zustände dazwischen. Die Münze kann nicht nur Kopf oder Zahl sein. Wir haben auch eine Schamallseite, schmal, Shinmem. Das heißt Dot und Name und alles Gott. Ähnlich wie eine sich drehende Münze. Solange interessant, jetzt siehst du den Kopf. Sie sich bewegt, kann das Ergebnis sowohl Kopf oder Zahl werden. Das ist jetzt ein Wischiwaschi, das ist wie eine Wolke, bis wir das wieder ein statisches Bild machen. Aber der Witz ist, da dreht sich jetzt nichts. Das ist nur eine Frage, wie schnell wir die Bilder abrasten. Erst wenn wir sie stoppen, also den Ausgang messen, entscheidet sich das Ergebnis. Wichtig ist, dass das, was du siehst, beginnt in dem Moment, wo du ein Messen, ein Esse ist Sein. Du bist deine eigene Information. Du bist das Nichts, die 200 Gramm rote Knete, die eine Form annehmen. Wir sagen jetzt einmal, du hast im Hintergrund als Computermetapher die Küche wieder, ist unser Ordner. Und in dem Moment, wo du in die Küche reinschaust, nimmt dein Bewusstsein eine Form an. Das wird zu einem Kühlschrank oder zu einem Herd oder zu einem Topf oder zu einem Fenster, zu einer Tür, zu einer Wand. Dann bricht die Wellengleichung. Du hast ein statisches Bild, das man aus diesem Ordner Küche einfach stehen, statisch projizieren. Und alle anderen sind dann weg. Das heißt, in dem Moment, wo eine Messung gemacht wird, hast du eigentlich in dem Moment, wo du an Gedanken denkst, sind alle anderen Gedanken, die ja gleichzeitig da sind, für dich weg. Jetzt kommt das Geheimnis vom Quantencomputer, dass du nie beobachten kannst, wie der rechnet. Du siehst bloß, wenn der was berechnet hat, ist das Ergebnis da. Das ist die Messung. Esse, das bist du dann. Und du bist es doch nicht. Holo-Feeling heißt, alles gleichzeitig zu sein. Für einen Moment eine bestimmte Facette von dem allen zu sein, das aber im nächsten Moment schon wieder zerstört wird und jeder Moment passiert jetzt. Ergebnis. Verschränkung heißt, dass Qubits miteinander wechselwirken können, um größere Werte darzustellen. Zum Beispiel durch ihre Magnetfelder. Das ist natürlich Magnet, ist natürlich Mag ist der Magier, der Zauberer. Das ist die 43, auf die sind wir schon so oft eingegangen. Das wird jetzt aber zu weit führen. Du merkst, dass das ganze Zeug mit Holo-Feeling, ich lasse alles gleich, ich erkläre es bloß geistreich.
Ich sage, normale Menschen sind logisch und effen logisch in Kack nach und ich erkläre dir das geistreich. Wenn du aufgehört hast, deinen jetzigen Glauben, dein jetziges Wissen in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann funktionierst du wie eine Maschine. Und das kannst du an dir selbst beobachten, wie du reagierst, wenn ich Reizauslöser in dich reinspiele. Kleinigkeiten, ich lasse irgendwas in dir auftauchen, du bist entsetzt, du freust dich und du sollst jetzt der werden, der sich das mit einer vollkommenen Gleichgültigkeit anschaut. So verschränkte Qubits sind abhängig voneinander. Beeinflusst man eines? Alles ist abhängig von UB. Werden zeitgleich auch alle Partner beeinflusst? Das ist der Witz. Das ist jetzt diese Verschränkung, das ist zeitgleich, aber zeitgleich heißt definitiv zeitgleich, dass es immer jetzt passiert. Du wurdest jetzt geboren und du stirbst jetzt. Dein Körper ist jetzt da, wenn du ihn denkst und er wird sich jetzt wieder auflösen. Das heißt, was du an der einen Seite veränderst, verändert die andere Seite. Wenn ich den Wellenberg größer mache, wird automatisch das Tal größer. Wenn ich es kleiner mache, wird es kleiner. Immer jetzt. Was du an der einen Seite veränderst, verändert die andere Seite. Denk wieder an meine Nulllinie, an das Ist-Gleichzeichen. Wenn du in Balance bist, wenn du eine Seite an der Gleichung veränderst, verändert sich die andere Seite. Weil sonst wäre es eine Ungleichung. Dieses Prinzip ist so unendlich simpel arithmetisch. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Es ist so ganz einfacher Kinderkack, so extrem unendlich zerdacht in Vorstellungen, in Hirnwichsereien ohne Ende. Und die Summe, das große Rätsel, was ist das verbindende Parameter? Was ist die Weltform? Ich sag, du bist die Form L. Was ist die Form L? Form F-O-R. Du bist das los. Du bist das, du zerreißt dich selber. Du zerbrickst in dir, machst eine Vielheit. In deinem roten Kopf ist die 86, das aufgespannte Wissen. Beziehungsweise die Einheit UB. Mhm. Du bist ein immer seiender Sohn. 452 rot gelesen. Mhm. Du bist die Form pur, Form für dich habe ich das alles erschaffen von L, von Gott. Das ist die Formel, das ist die Weltformel. Ich bin du und du bist ich und wir sind UB. Zum Vergleich. In einer Anordnung klassischer Gatter erhält man... Wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, dann seid ihr leicht. Du bist was anderes wie ein Gedanke. Zweimal so viele Informationswerte... Ja, und so weiter, das lassen wir jetzt aber wirklich gut sein. Jetzt haben wir ein bisschen Physik gemacht. Wir können Chemie machen, lass uns Astrologie machen. Du wirst feststellen, plötzlich, ich habe jetzt hier das Pixelmännchen, das hier auf der einen Seite so lächelt, die Alleinsitzende, die Nadja, die hat so eine unendliche Freude. Übrigens, Nadja heißt die existierende Schöpfung, ist etwas Auseinandergeschmissenes. Die hat so eine unendliche Freude, sie sagt gestern, jetzt gedacht, gestern, GE-Quadrat ist ein Stern. Sie sagt, ich hätte nie geglaubt, dass sie an Physik und Mathematik und Arithmetik so eine unendliche Freude hat. Dass das so viel Spaß machen kann und dass das viel spannender ist wie jeder Film und jeder Krimi, wenn man es richtig aufbereitet. Aber du musst die Reife dazu haben. Das ist wie mit der Sexualität in dieser zweiten Wachstumsphase. Das ist eine Phase, wo du vorher davon nichts wissen willst und danach geht es am Arsch vorbei. Wenn du in die dritte Phase, in die Synthese kommst, wenn du dir Gedanken machst, was ist der Sinus, was ist der Sinn des Lebens? Das, was dir die Weisen deiner Welt erzählen, dass du dich am Leben erhalten müsstest, oder was kann ein träumender Geist tun, dass er träumt? Er kann gar nichts machen, er muss sich einfach die Kacke anschauen, die er sich ausdenkt, oder dieses köstliche Mahl. Aber was ist die Ursache an dem, was du denkst? Du selbst mit dem Glauben, mit dem Wissen, dass du entweder geistlos nachplapperst oder dich inspirieren lässt. Das sind dann, jetzt können wir uns natürlich Meister ausdenken, wo wir sagen, ja, der hat das entdeckt und der ist so und denen ist das eingefallen. Unser Rudolf Diesel, da ist der Udo wieder drin, wie in der Ludolfschen Zahl hier mit dem hier. Und dann ist der Verbrennungsmotor daraus entstanden. Ich kann immer wieder bloß sagen, jetzt könnte ich mir hier ein Umberto Eco ausdenken, dann denkst du das Foucault'sche Pendel und dann wirst du feststellen, dass hier in diesem Buch dieser Umberto Eco ganz genau beschreibt, dass die Welt eigentlich funktioniert wie ein Verbrennungsmotor, Vierzylinder. Wo hat er das her, dieses Wissen? Ja, aus sich selber. Und wer ist jetzt der Mittelpunkt von dem Ego? Du denkst, jetzt hast du mal den aus und du denkst dir, dass der die Bücher geschrieben hat. Name der Rose.
Und der Einstein hat das gemacht und der das. Und ich sage dann immer wieder, hätte man dir was anderes erzählt, es ist austauschbar. Dann wäre der Einstein ein Massenmörder. Hätte man dir das erzählt, das, was man ja vom Hitler behauptet, hat man dir zumindest erzählt. Ich bringe dir welche, die behaupten was ganz was anderes. Sobald es deiner Logik widerspricht, ist das verkehrt. Setze für Hitler Putin. Setze Obama. Das ist hochinteressant. Der Trump ist ja angeblich ein Volldepp, wenn du das so siehst. Göttliche Trompete. Meine, interessanterweise ist, wenn du jetzt den 45. Präsidenten von Amerika nimmst, innerhalb deiner Geschichtsbücher musst du die Symbolik verstehen. Und dann nimmst du den Obama. Der hat einen Friedensnobelpreis bekommen und dann gehst du in die Zeitgeschichte und hochinteressant, es hat noch niemals ein Präsident so viele Bomben auf fremde Länder abgeschmissen wie der Obama. Wir klammern dann mal die Wüste Zeit, Vietnam und so weiter weg. Okay. Im Ganzen, jetzt in der Neuzeit, in deiner Phase dessen, deines bewussten Denkens und kriegt einen Nobelpreis. Ja. Und dann einen Friedensnobelpreis. Was natürlich ganz interessant ist, mit Drohnen. Er hat angefangen mit Drohnen, was ja hier bekannt ist, habe ich gelesen, habe ich gehört. Cut. Da außen ist nichts. Das allererste, halt einfach das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Da gibt es keine schwarzen Löcher, da gibt es keine Quasare. Wenn ein schwarzes Loch existiert, dann existiert es hier und jetzt in deinem Kopf, weil du es denkst. Und wenn Dachionen existieren, dann existieren die hier und jetzt in deinem Kopf, weil du die denkst. Und wenn du an Dachionen denkst, dann was denkst du bei dem Wort Dachionen? Also wenn du Physik studiert hast, dann weißt du, das sind unsichtbare Teilchen, die in der unsichtbaren kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. Und man weiß das, weil die irgendwo in der Schweiz in einem Berg haben die gemessen, ganz unten in einem Messgerät, wurden die nämlich durch den Berg, wurden diese unsichtbaren Teilchen so abgebremst, dass man sie dann in dem Berg, in dem Stollen ganz unten messen konnte. Respekt! Merkst du nicht, dass das Wahnsinnige sind? Und das sind deine Vorbilder, deine Autoritäten, aber ich will ganz kurz nochmal auf die Drohnen zurückkommen. Die Drohnen, DR, was berechnet das? Du solltest jetzt zurückblenden und dir von gestern die Nachrichten anschauen. Datum und anschauen, von gestern die Nachrichten recherchieren, taucht natürlich jetzt in die auf. Dieser Russ hat mit Drohnen Kiew bombardiert. Ist das nicht schrecklich, der böse Russ? Wer hat aufgeschrieben, wie die Amis hier ihre Drohnen losschicken in der ganzen Welt, wo sie nichts verloren haben? Sagt da irgendeiner was, dass das Böse ist? Was die sagen, die du dir ausdenkst, hängt von dir ab. Was du glaubst, wie du das empfindest, hängt von dir ab. Mach dir einfach bewusst, dass du extrem einseitig werdest und damit dich zwangsläufig ständig selbst entheiligst. Und jetzt lassen wir es gut sein, es ist gut. Ich will nur eins dazu sagen, ich mache dich zum Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche werde ich jetzt absolut schonungslos an dir selbst vollstrecken. SDR-Ecken. Und ich habe jetzt nur einen kleinen Vorschlag. Fang an, deine Feinde zu lieben. Du bist kein Christ, wenn du hier Waffen irgendwo hinlieferst und du meinst, du könntest mit Krieg Frieden schaffen. Und wenn du meinst, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, anders sein könnte, wie du ihn dir denkst, das gilt für die Guten genauso wie für die Bösen. Diese ganzen von dir ausgedachten Affen existieren in dem Moment als Information in dir, von dir selbst erschienen Affen. Die Guten wie die Bösen und die müssen so sein, wie du sie dir denkst, für dich. Du leidest nur unter deinen eigenen falschen Vorstellungen. Und was sagen wir jetzt? Batsch.